Hallo und herzlich willkommen. Live aus dem TV-Studio hier bei uns an der Hochschule Mittweida. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres heutigen Studieninformationstages, nämlich zu unserem Livestream, live aus unserem TV-Studio. Ich bin Maximilian Bender. Und mein Name ist Josie Quade-Jakob. Ich bin der Studienberater hier an der Hochschule. Josie studiert bei uns Medienmanagement und wir zwei werden euch heute hier durch diese Sendung begleiten. Diese Sendung, damit sind wir schon beim Stichwort, wird komplett vollständig von unseren Studierenden der Fakultät Medien umgesetzt. Das hier, was ihr hier heute seht, ihr hier im Studio und ihr zu Hause an den Bildschirmen, das ist bei uns Unterricht, das ist bei uns Studieren. Und das werdet ihr heute in den nächsten 3 Stunden erleben. Wir stellen euch ganz verschiedene Studiengänge vor, wir zeigen euch praktische Aktionen hier im Studio und wir hoffen, ihr lernt uns kennen und habt danach vielleicht Lust, bei uns zu studieren. Von 8 bis 14 Uhr lief heute Vormittag schon unser Präsenzsit. Wir hatten einen vollen Campus, unser Präsenzinformationstag. Wir hatten wieder einen vollen Campus nach 3 Jahren. Aber wir haben uns gedacht, wir haben in Corona so viele tolle digitale Studieninformationstage gemacht und Sendungen moderiert. Warum sollen wir das nicht beibehalten? Und deswegen haben wir uns heute hier zusammengefunden. Also im Voraus schon mal vielen Dank und ich würde sagen, hier im Studio schon mal einen großen Applaus für alle Studis, die das hier heute für uns umsetzen. Wir haben ein umfangreiches Programm für euch vorbereitet. Als erstes werden wir uns gleich nach dem kurzen Intro hier mit unseren Studiengängen im Bereich Informatik, Forensik und Biotechnologie beschäftigen. Im Anschluss wird es um unsere Studiengänge im Bereich Soziales, soziale Arbeit gehen. Wir werden uns heute mit unseren Ingenieurstudiengängen auseinandersetzen. Wir haben einen kleinen Roboter heute für euch dabei, den ein Student bei uns im ersten Semester gebaut hat. Und im Anschluss werden wir uns dann mit unseren Wirtschaftsstudiengängen unterhalten. Den Abschluss bilden dann unsere Studiengänge der Fakultät Medien. Da bekommt ihr dann auch nochmal einen umfangreichen und interessanten Einblick ins Studio und auch hinter die Bühne natürlich. Und ganz zum Schluss kriegt ihr nochmal ein paar allgemeine Informationen rund ums Studium bei uns. Josie, was ist denn deine Aufgabe heute hier? Ich habe heute die coolste Aufgabe, finde ich, denn ich kann mit euch interagieren und natürlich auch mit euch im Studio. Ja, das ist ein Studieninformationstag, der ist natürlich für euch und deshalb wollen wir eure Fragen beantworten. Also wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns in den Chat, die gehen dann an mich und ich frage sie dann unsere Experten und unsere Studierenden hier im Studio. Genau, YouTube und Twitch sind heute für euch da, dort könnt ihr die Fragefunktion nutzen und auch hier im Studio habt die Möglichkeit, uns die ganze Zeit über Fragen zu stellen. Nach jedem Block werden wir euch das Wort für kurze Zeit übergeben. Also wenn irgendwas unklar ist, wenn jemand was wissen möchte, dann gerne jederzeit. Josie, ich würde sagen, du gehst schon mal rüber. Ich gehe an meinen Platz, ich lasse mir direkt ein Getränk ausgeben. Sehr gerne, vielleicht, ich darf hier glaube ich nicht weg, sonst schimpft die Regie, vielleicht kannst du mir schnell noch eine Cola bringen. Na klar, eine Cola bitte. Ja, ja, coole Sache. Und super, danke dir. Und bis wir anfangen, würde ich euch gerne noch jemanden vorstellen. Wir haben nämlich bei uns an der Hochschule künftig einen neuen Rektor. Das ist ganz normal, dass man alle paar Jahre an der Hochschule einen neuen Rektor bekommt. Das ist jetzt bei uns Professor Volker Tolkmit und der hat ein paar Worte für euch aufgenommen, möchte ein paar Worte an euch richten und ich würde sagen, wenn es hier weitergeht, das schauen wir uns vorher an. Herzlich willkommen an der Hochschule Mittweida, dem Campus der kurzen Wege. Mein Name ist Volker Tolkmit. Ich bin der neu gewählte Rektor der Hochschule für angewandte Wissenschaften Mittweida. Wir stehen hier vor dem Hauptgebäude unserer schönen Hochschule. Insgesamt haben wir über 40 Gebäude und dennoch kann man von einem Ende zum anderen in maximal einer halben Stunde. Das ist auch ein Grund, warum Sie unter anderem hier bei uns in Mittweida studieren sollten. Wir haben ein Motto hier in Mittweida: so viel Theorie wie nötig, so viel Praxis wie möglich. In Mittweida haben wir ein unendliches Experimentierfeld, ob in den Laboren oder in den studentischen Projekten oder bei Campusveranstaltungen. Alles wird von den Studierenden organisiert. Es ist egal, wo sie studieren, ob in den Ingenieurwissenschaften, den Medien, in der Biotechnologie oder in der Informatik, genauso wie im Management und in der sozialen Arbeit, können sie sich einbringen, engagieren. Und genau das ist es, was sie bitte mitbringen in die Hochschulstadt Mittweida. Interesse, Begeisterung für die Sache und Engagement. Dann sind Sie bei uns genau richtig und können sich in nahezu allen Studiengängen verwirklichen. Und natürlich bereiten wir Sie auch aufs Berufsleben vor. Das sehen Sie allein schon an der heutigen Produktion. Diesen Livestream, den stellen die Studierenden der Fakultät Medien her. Das gehört bei uns zum Studienprogramm dazu. Und ich würde mich freuen, wenn ich Sie
im Studiengang bei den Medien oder in allen anderen unseren Studiengängen hier in der Hochschulfamilie in Mittweida begrüßen kann. Oder ersatzweise kommen Sie zum nächsten Studieninformationstag. Der wird nicht lange auf sich warten, am 1. April 2023. Und damit zurück ins TV-Studio. Ihr habt's gehört, Professor Teugmitt hat's gesagt, am 1. April haben wir einen weiteren Studieninformationstag dieses Jahr. Dann wieder natürlich in Präsenz auf dem Campus, also alle ihr zu Hause, die uns gerade auf YouTube oder auf Twitch zuschaut, kommt gerne am 1. April vorbei. Dann habt ihr auch nochmal das echte Campus-Feeling, was wir euch jetzt versuchen, in den nächsten 3 Stunden auf die Bildschirme bei euch zu Hause oder wo auch immer ihr gerade seid, zu bringen. Und ich würde sagen, wir warten jetzt gar nicht mehr, dass es losgeht, sondern wir fangen einfach mal an, nämlich mit unseren ersten 3 Studiengängen. Und die sind Studiengänge der Fakultät Angewandte Computer- und Biowissenschaften. Und ja, danke. Und da freue ich mich jetzt ganz besonders auf meine ersten 3 Gäste, 3 Professoren aus der Fakultät von 3 verschiedenen Studiengängen. Wir haben spannende Einblicke für euch vorbereitet und ich bitte um einen kräftigen Applaus für Professor Dirk Labutte, Professor Röbbe Winschiers und Professor Matthias Vodel. Herzlich willkommen. Genau, die Kehle sollte nicht zu trocken sein. So, es gibt schon die ersten Streitigkeiten, der Kühlschrank ist voll, aber so, dann nehmt gerne Platz, 1, 2, 3 bitte. So, ja, dann würde ich sagen erstmal Prost, jetzt habe ich den ersten Schwung schon mal hinter mir, zum Wohl. Prost, es ist Limo, also doch, zum Wohl. Ich habe es schon gesagt, Fakultät Angewandte Computer- und Biowissenschaften ist ein langer, großer Name und da stecken auch viele Studiengänge bei uns drin. Ich habe es eben schon angekündigt, wir haben Studiengänge im Bereich der Informatik, der Forensik, der digitalen Forensik, der Biotechnologie und Sie, Professor Labutte, sind Studiendekan des Studiengangs Allgemeine und Digitale Forensik. Auch das ist ja erstmal ein großer Name im Studiengang. Was verbirgt sich denn hinter dieser Begrifflichkeit? Ja, wie der Name schon sagt, also allgemeine und digitale Forensik. Nein, sondern das große Ziel dieses Studienganges ist einfach sozusagen also die klassische Forensik, was wir jetzt als analoge Forensik bezeichnen, mit der digitalen Forensik zu verknüpfen. Mhm. Das heißt, es gibt auch keine Verbrechen mehr ohne digitale Spuren. Mhm. Und das lernen die Studierenden sozusagen in diesen 6 Semestern, ja, also bis hin sozusagen zur Bachelorarbeit. Okay. Wir haben, glaube ich, auch ein paar Folien vorbereitet. Vielleicht können wir die gleich mal einblenden, damit wir auch, ach, da oben sind sie schon, perfekt. Ja. Also die Zuschauer zu Hause sehen es schon. Das ist jetzt eine große Skizze, analoge und digitale Forensik. Wie unterscheiden sich denn die beiden Felder konkret voneinander? Naja, eben nicht. Also das ist ja das Neue oder das Schöne und auch das, was alle verstehen müssen, auch in der Praxis. Ja, also es soll einfach nur andeuten, also wir haben immer Täter und Opfer, ist egal, ob im analogen oder in der realen Welt oder im digitalen Raum und es gibt keine Trennung, weil sozusagen, wenn man den PC irgendwo hat, dann ist der PC in der realen Welt. Mhm. Ja, und auf diesem PC sozusagen sind digitale Spuren, also ist der PC alleine für sich sozusagen so ein digitaler Tatort, der aber in einem analogen oder realen Tatort zu Hause ist. Und demzufolge wollen wir eigentlich vermitteln und auch das in die Praxis sozusagen überführen und umsetzen, ja, dass es also diese Trennung nicht mehr gibt und dass eigentlich eine digitale Spur, denken wir an GPS-Koordinaten, sozusagen Zeugenaussagen unterstützen kann und umgekehrt, also dass am Ende ja, also ein Verfahren geführt werden kann mit aller möglichen Spuren, nämlich aus der realen und aus der digitalen Welt. Heißt digital in dem Fall, es ist ein rein informatisches Studium, die Studis müssen programmieren viel oder was bedeutet digital aus Sicht des Studis? Ja, aus Sicht des Studis ist es eigentlich so zu sehen, dass also ja, sie haben Mathematik, ja, sie haben Informatik und all diese ganzen Werkzeuge und Skills braucht man natürlich. Also wenn ich in der Lage bin, sozusagen also aus irgendeinem Mobile Device oder aus einem anderen sozusagen also die Spuren herauszulesen und auszuwerten, dann nützt mir das also auch nicht. Also von daher brauchen sie also mathematische, informatische und jetzt kommt das Wichtige, sozusagen forensische Werkzeuge für sich selber, um eben wirklich nachher später in der Praxis Fälle zu lösen und nicht zu lösen. So rum. Wir haben es gerade von Professor Tolk mit im Grußwort gehört. Er hat gesagt, man muss hier hinkommen mit
Begeisterung, Engagement und Interesse am Thema. Das reicht also auch für den Studiengang Allgemein und Digitale Forensik? Ja, klar. Also wenn ich etwas studieren will, das ist eigentlich vollkommen Rille, was ich eigentlich studiere. Wenn ich mit Herzblut dabei bin, dann komme ich auch bis zum Ende. Wenn ich mir selbst in Mitte des Studiums sozusagen, oh, ich weiß nicht genau, ob ich das will oder nicht, dann werde ich es auch nicht schaffen. Ist also auch klar. Also ja, also eigentlich sozusagen also Grundmotivation, ein bisschen Talent und 80% vielleicht noch, oder machen wir jetzt ein bisschen abgezogen, 70% noch Fleiß, dann ist es sozusagen für alle erreichbar. Okay. Wenn wir jetzt an Forensik denken, Sie haben jetzt schon ein bisschen aufgeklärt, wie analoge und digitale Forensik heute Hand in Hand gehen und es geht nicht mehr ohneinander, aber wenn ich Forensik höre, und ich denke, so geht es vielen von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, dann denken die an Netflix-Serien, Streaming-Serien, CSI, ich stehe im weißen Anzug am Tatort und dann stehe ich im Labor. Wie sieht die Arbeitsrealität eines Digitalforensikers aus? Naja, also eigentlich, Forensik wird heute im Labor gemacht. Ja? Also Forensik sozusagen ist also wissenschaftlich unterlegt und wer sozusagen den wissenschaftlichen Ansatz auch aller Teildisziplinen nicht versteht, ja, also der ist auch falsch da drin. Das muss man mal so deutlich sagen. Und die Realität sieht so aus, man sozusagen geht wirklich an einen Tatort, ja, also sammelt sozusagen alles Digitale ein, versucht die analogen Spuren zu sichern und muss am Ende sozusagen also alles wirklich miteinander abgleichen. Also das ist das und das sollen die Studierenden eben also auch begreifen und später wirklich umsetzen. Also und es gibt, also ich habe die letzten 5, 6 Jahre also nicht einen einzigen Fall mehr erlebt, wo gar keine digitale Spur eine Rolle gespielt hat. Sie sprechen immer von den Fällen. Arbeiten denn unsere Studierenden mit echten Fällen oder ist das Fiktion, was wir im Studium behandeln? Nee, also es gibt auch ein paar Fiktionen, so, weil man nicht alles so wirklich darstellen darf und auch nicht darstellen sollte. Also wenn wir jetzt sozusagen also auch an die ganzen neuen Phänomene denken, sowas wie Kipo, also Kinderpornografie oder wirklich sexuelle Misshandlung gegen Kinder und so, die sollte man natürlich auch nicht darstellen und nicht zeigen. Man muss natürlich darüber reden, was das für Phänomene sind und wie man die sozusagen also lösen kann, was dahinter alles steht. Aber ja, sie lernen auch an realen Fällen. Also wir haben in der Arbeitsgruppe genügend reale Fälle, die arbeiten wir sozusagen immer auf. Das klappt manchmal mal mehr, mal weniger, aber im Großen und Ganzen sind es alles reale Fälle, die dann auch durchbrochen werden, also angesprochen und dann wirklich auch durchlebt werden, ja, also auch von der Spurenlage her. Und es gibt also auch bei uns eine ausgewählte Anzahl von Studierenden, die dann wirklich auch an aktuellen Fällen arbeiten. Sie wissen natürlich nicht, um was es geht, also im Einzelnen, sondern geht also, versuchen Sie mal aus diesen Daten das und das zu generieren oder helfen Sie uns mal sozusagen so eine Google Maps Karte aufzuarbeiten und. Oder versuchen Sie mal das sozusagen so zusammenzufassen oder versuchen Sie mal den Obduktionsbericht zu verstehen und übertragen Sie das mal auf so einen 3D-Dummy und sowas alles. Ja, das gibt es alles und wir wollen wirklich die an realen Fällen auch ausbilden, weil nur die Realität gibt uns eigentlich wirklich auch die Maßzahl, wie gut wir oder wie schlecht wir eigentlich wirklich sind. Aber ich vermute, ich kriege jetzt keinen aktuell realen Fall aus Ihnen raus. Doch, wenn wir jetzt klicken, sehen wir einen real existierenden Fall. Okay, dann bitte. Klick. So, das ist die Teufelszahlbrücke. Also ich glaube, den Fall kennt auch jeder. Sozusagen also aus dem Jahre 1991. Das ist also wirklich der Mord an einer 11-Jährigen, also Stefanie Dreves. Und die große Herausforderung für uns war, dass also diese Teufelstalbrücke im Jahre 2000, also 10 Jahre später, abgerissen wurde. Wir haben die im Rechner wieder sozusagen also zum Leben erweckt. Das sieht man jetzt hier drauf. Also einfach mal eins weiter. Und die große Herausforderung war, also jedes einzelne Detail, was 1991 fotografiert wurde, auch wirklich wieder in den Rechner hineinzubringen. Ja, also wenn Sie jetzt die beiden Brückengeländer vergleichen, dann ist also wirklich das Brückengeländer im Rechner genau das, was 1991 wirklich oben auf der Brücke war, auch mit diesen fehlenden Randstreifen, weil das war ganz wichtig für die vorbeifahrenden Autos, um das alles wirklich einzurechnen. Und unsere Aufgabe war, die Frage zu beantworten, ist oder besteht die Möglichkeit, dass die Kleine, also das Opfer, alleine von der Brücke gefallen ist oder wirklich durch die Hand eines Täters oder sich selbst beschleunigt hat. Und das haben wir sozusagen eins weiter, ja, also auch dann wirklich gemacht. Wir sehen hier sozusagen also das alte Bild, wo wurde sie gefunden, ja, dann übertragen in den Rechner, also wirklich wie in so einem Computerspiel halt, ja, auch wenn es ein bisschen makaber klingt, ganz unten sehen wir sozusagen das Opfer, ja, und was muss passiert sein in den letzten Sekunden des Lebens der Kleinen, ja, also um diese Auffindesituation zu erreichen. Wir machen mal eins weiter. Ja, also es sind die Fragestellungen gewesen, die auch wirklich während der Hauptverhandlung eine große Rolle gespielt haben. Ja, also Eigen- oder Fremdverschulden. Ja, und dann machen wir noch mal eins weiter, dann brauchen wir nicht lesen, ich kann das eh nicht von hier aus. Und mal die Animation abspielen. Ja, also das wäre der Flug des Opfers.
wie man jetzt hier so deutlich sieht. Also sie fällt jetzt von der Brücke, jetzt kommt es gleich. Ja, also, ja, jetzt. Nee, wieder zurück und dann nochmal. Na, Probe hat es funktioniert, ich schwör's. Ja. Ist egal. Also, sollen wir es nachstellen? Um es nachstellen, genau, Röppe, steh mal auf. Also nein, also lassen wir die, also man macht ja wirklich keine makabren Scherze. Also man muss immer eins, das müssen auch die Studierenden lernen, hinter jedem Opfer stand und steht ein real existierender, also Mensch, der wirklich dann also aus dem Leben gerissen wurde. Ja. Und jetzt für die alle, die kleine Geschwister haben oder Kinder oder so, also die Kleine war 11, ja, also auch ganz schön emotional. Und sie fällt sozusagen, also ohne Beschleunigung würde sie jetzt im freien Fall runterfallen. Ja, und dieser Aufschlagort, ja, also auch wenn es makaber klingt, hat also nichts mit der eigentlichen Auffindesituation zu tun. Wir machen mal Klick und dann nochmal Klick. Ja, und jetzt wird sie sozusagen beschleunigt, ja, und aus dieser Beschleunigung und Anfangsgeschwindigkeit heraus und jetzt sozusagen Hinweis für die Studierenden, jetzt sieht man das, ja, also konnte man dann die Kraft ermitteln, die jemand aufbringen muss, um ein Kind sozusagen also über das Geländer dann nachher ja abwärts in das Teufelstal zu werfen, zu stürzen und so weiter. Ja, also das sind auch Fälle, ja, also wo wir dann sagen, also Forensik ist eben eine Querschnittswissenschaft, also viele Dinge aus vielen anderen Fachgebieten, ja, also die dann zur Anwendung kommen. Und ich habe das jetzt richtig verstanden. Der Fall galt quasi als ungeklärt oder galt als ungelöst? Ach so, ja, habe ich wieder vergessen zu sagen. Ja. Also es ist ein Altfall und ich weiß nicht, ob sich auf Presse der eine oder andere daran erinnern kann. Also wir haben ja immer noch sozusagen, also Pecky, ja, also dann war ja die Zeit lang Pecky und die NSU, also haben die einen Zusammenhang oder nicht? Und in dem Zusammenhang wurde die Frage gestellt, handelt es sich in den 90er Jahren um einen Serientäter, ja, also der Kindstötungen vornimmt? Und aus diesem haben wir sozusagen also drei Fälle zusammen mit dem Bundesland Thüringen, also mit dem LKA dort, ja, also wurde eine SOKO gegründet und wir waren sozusagen also Berater in dieser SOKO. Mhm. Vielen Dank, Professor Labutte, bis hierhin. Es gibt den Bachelorstudiengang Allgemeine und Digitale Forensik. Wir haben das Ganze aber auch noch als berufsbegleitenden Bachelor. Das Ganze nennt sich dann IT-Forensik Cybercrime und natürlich kann das Ganze auch im Master bei uns weitergeführt werden, zum Beispiel im Master Cybercrime Cybersecurity. Mein nächster Gast ist Professor Wünschiers. Genau, kannst du das nehmen, oder? Genau, super. Und Sie sind Studiendekan von den Studiengängen Biotechnologie, Bachelor und Genomische Biotechnologie, Master. Uns schauen sicherlich viele Schülerinnen und Schüler zu, die haben in der Schule Biologie. Warum heißt es denn bei uns jetzt Biotechnologie? Na, die Biotechnologie ist eigentlich so die Anwendung der Biologie. Also wie kann ich ein biologisches System nutzen? Und dieses Nutzen ist ganz unterschiedlich. Das Nutzen kann sein, dass ich eine Information nutze, um jemanden zu heilen. Das Nutzen kann sein, dass ich ein Bakterium, das einen bestimmten Stoff produziert, der mich wiederum interessiert, in großen Mengen produziere, damit ich diesen Stoff gewinnen kann. Dann geht das so in die Anwendung, dass ich Bioreaktoren habe. Die Anwendung kann auch sein, Kläranlagen, Biogasanlagen, Wasserstofferzeugung und. Also das ist der Anwendungsaspekt der Biologie, ist eigentlich die Biotechnologie. Mhm, alles klar. Ich will nicht so tun, als wäre es üblich, dass unsere Professoren mit Stoffhunden über den Campus rennen. Ich spreche jetzt den Elefant im Raum trotzdem mal an. Was hat es denn damit auf sich? Ja, genau. Ich wusste das nicht. Ich habe mich ein bisschen bedient bei meinen Kindern. Ich habe auch die Biene Maya mitgebracht. Die und wir alle haben gemeinsam, dass wir Erbgut haben, DNA. Ja. Und diese DNA-Moleküle sind eigentlich so seit dem Jahre 2000, als das humane Genom entschlüsselt wurde, so der heilige Gral, an dem man sich entlanghangelt, um Organismen zu analysieren. Wie funktionieren sie? Also eine Systemanalyse am biologischen System. Wie kann ich das System optimieren im Hinblick auf die Verwendung, die ich für den Organismus habe oder auch Therapie? Und so weiter. Und da sind wir in verschiedenen Forschungsprojekten mit drin. Wir haben ein Gerät, das heißt so wie dieses Männlein, nämlich Minion. Darum haben wir auch immer ein Minion bei uns im Labor sitzen. Und der echte Minion, den habe ich auch mitgebracht, der sieht so aus. Und mit diesem kleinen Gerät, das kann ich also an den USB-Port meines Rechners anschließen, damit kann ich DNA lesen. Das heißt also, die Erbgutsequenz, sei es jetzt von der Biene, sei es von dem Minion nicht, der hat kein Erbgut, aber vom Hund oder von uns.
Und die Biotechnologie in Mittweida ist eine kleine Biotechnologie, eine molekulare, wo Biochemie und Molekularbiologie im Zentrum stehen. Also das heißt, zwar lernen die Studenten, wie man einen großen Fermenter bauen könnte, aber wir haben keinen da, an dem man ein Praktikum absolvieren kann. Was sie aber lernen, ist, wie ich Erbgut extrahieren kann aus verschiedenen Geweben, im Forschungsprojekt mit den Bienen, zum Beispiel aus Bienen oder aus Pollen, und wie ich das dann auch analysieren kann. Das Analysieren kommt dann eher im Masterstudium, genomische Biotechnologie, wo ich dann wirklich mit so einem Gerät die Studenten dann auch arbeiten und Erbgutanalysen machen. Also ich habe das richtig verstanden, die Studis machen das praktisch selber im Studium. Die machen das praktisch selber, also die Sequenzierung selbst dann im Masterstudium, aber ja, genau, das ist das Ziel. Man steht im Labor, es ist nicht nur Theorie. Man steht auf jeden Fall im Labor. Also im Labor steht man so oder so, und das ist auch immens wichtig im Studium, dass man, also ich vergleiche das immer mit der Führerscheinprüfung, ich kann ja nicht nach der Theorie, nach dem Theorieteil dann auf die Autobahn, sondern ich muss lernen, wie verhält sich das Fahrzeug. Kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch zu. Und hier ist es jetzt also wirklich, ich muss lernen, mit biologischem Material umzugehen. Mhm. Das biologische Material sind Moleküle. Diese Moleküle sind in kleinen Volumina. Ein Wassertropfen hat irgendwie so 80 Mikroliter. Wir arbeiten zum Teil mit 50, 20 Mikroliter, pipettieren 1 Mikroliter. Das muss man lernen. Also das klingt einfacher, als es am Ende ist. Die Methodik, dass dann auch wirklich was überführt wurde von A nach B. Und das macht man natürlich im Labor. Auch die Anzucht von Bakterien. Wie ziehe ich Bakterien an? Wie kann ich das eine vom anderen unterscheiden? Diese Grundlagen werden im Labor gelegt. Auch die Erfahrung, dass was schief geht. Mhm. Die Erfahrung, dass man Geduld braucht. Also das ist die praktische Ausbildung. Aber ich glaube, das, was schief geht, Frage an Sie drei, das, was schief geht, gehört zum Studium auch dazu, oder? Also bei all der Praxis, die wir machen, ist das, glaube ich... Absolut, absolut, klar. Also das zum Studium, Qualität kommt von Qual, genau, sagt Dirk gerade. Ich sag mal, im Studium ist natürlich, sind unsere Praktika weitgehend so optimiert, dass da auch was rauskommen sollte, wenn man sie sauber durchführt. Also das ist eher, da hat man eine eigene Quality Control. Wenn es nicht klappt, dann liegt es an mir. Wenn man dann später in die Forschung geht, da ist es natürlich dann so, dass viele Dinge einfach schief gehen im Rahmen des experimentellen Herangehens an etwas. Und das muss man einfach auch lernen und auch vertragen können. Es gibt auch Leute, die vertragen das nicht. Ich hatte gerade gestern eine Studentin, Bachelorverteidigung, die gesagt hat, nee, das ist nichts für mich. Ich möchte lieber Standardarbeiten machen. Ich habe noch eine Abschlussfrage, aber... Ich möchte vorher wissen, ob noch was in der Tasche drin ist. Es ist noch was in der Tasche drin, tatsächlich. Ich will auch gar nicht alles zeigen, aber ich will noch ein Gerät zeigen. Das ist praktisch der Minion ein bisschen größer. Also ich sage mal, das ist das Tablet für unseren Minion. In diesem Gerät, wenn ich das hier aufklappe, da kann ich... Okay. Also wenn man das so aufklappt, da ist eine Zelle drin, die praktisch ausgetauscht werden kann. Da drin wird die DNA sequenziert. Also ich brauche jetzt eigentlich nur noch Strom. Und dann kann ich mit diesem Tablet ins Feld gehen und zum Beispiel an einem Bienenstock Proben nehmen, muss ein bisschen paar Aufarbeitungsschritte machen, dauert ungefähr 10 Minuten, dann kommt das hier rein und dann kriege ich DNA-Sequenzen, die ich dann mit einem Modul per Funk ins Netz und dann an meinen Computer schicken kann. Also DNA-Sequenzierung wird mobil und ich behaupte mal, so in 5 bis 10 Jahren ist das ein Kosmoskasten. Ich sequenziere mal irgendwas. Ja. Und das wird praktisch momentan bei uns am Beispiel von Bienen gemacht. So, wenn genau, also wir haben ein Forschungsprojekt, darum der Hund. Ne? Ja. Wir sequenzieren den Schafpudel. Das heißt, dass wir das Schafpudelgenom haben, weil wir mit Züchtern zusammenarbeiten, um da einen Gentest für bestimmte Erkrankungen zu entwickeln. Und da hilft uns das, wenn wir die genomische Information haben. Bei den Bienen geht es darum, da arbeiten wir im Projekt mit der Uni Göttingen. Da geht es um Sammelverhalten von Bienen. Wir sammeln die Pollen der Bienen ab, wissen dann, an welchen Blüten die Bienen waren, indem wir den Pollen, fliegendes Sperma, einfach sequenzieren. Und dann wissen wir, zu welchen Pflanzen gehört das. Und wir arbeiten in Sachsen mit Züchtern zusammen, die versuchen, Varroa-resistente Bienen zu züchten. Auch da genetische Marker zu entdecken und Gentests zu entwickeln, die in der Züchtung dann helfen. Kleiner Tipp für euch zu Hause zu dem besprochenen Thema Bienen und der ganzen Forschung. Darum wird es zeitnah auch ein
ein Video geben auf unserem YouTube-Kanal der Hochschule und vom Forschungspartner. Das ist nicht ganz fertig geworden bis zur Sendung, aber das ist dann bald online zu finden. Also wen das interessiert, der kann sich das Ganze dann online anschauen. Abschlussfrage an Sie, was machen denn unsere Absolventen beruflich jetzt? Genau, war eine ganz häufige Frage heute und es ist eine sehr schwierige Frage, weil es so viele Anwendungsgebiete gibt. Aber ich sage mal Folgendes. Entweder man ist interessiert daran, Probleme zu lösen und hat eine große Frustrationstoleranz, dann landen unsere Leute in der Forschung. Mhm. Sei es in Industrie, sei es in Forschungsinstitutionen, sei es in Bundesinstituten. Wenn man eher der Typ ist, der sagt, na, ich brauche so meinen geregelten Alltag, Diagnostik zum Beispiel, dann ist man in der Diagnostik oder in der Qualitätsanalyse, wo man Routineuntersuchungen macht und guckt, laufen Prozesse richtig. Und wenn man merkt, ach, das mit dem Labor, das ist eigentlich alles total blöd, dann kann man in die Richtung Datenauswertung gehen mit biologischem Sachverständnis, also Richtung Bioinformatik, ein ganz wichtiger Bereich, oder auch in die Richtung Gutachten in Behörden zum Beispiel, die einfach dann Prozesse beschreiben, Gutachten schreiben und Empfehlungen weitergeben Richtung Politik. Danke, Professor Wünschiers. Und zur Biotechnologie. Wir haben noch einen dritten Gast. Der hat aber seine Versuchsaufbauten nicht in eine kleine schwarze Tasche bekommen. Das ist etwas größer. Und da müssen wir jetzt erstmal hingehen. Und deswegen hören wir jetzt zu Hause gemeinsam kurz Musik. Dann haben wir genug Zeit, rüber auf unsere Position zu gehen. Und wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind, nämlich Christoph Lehmann und Carsten Kolbe und Klobe. Und wir hören jetzt gemeinsam Every Breath. Every breath you take, every move you make, every bond you pray, every step you take, I've been watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see you've been on to me? How my poor heart aches every step you take, every move you make, every while you break, every smile, every fake, every claim you say, I've been watching you. Since you've left, I'm lost without a trace. I dream of not a cup on this sea of face. Look around, but it's you I can't replace. I feel a call and I long for your embrace. You keep crying, baby. Baby, oh, can't you see you went on to me? How my poor heart aches every step. Have a move away, have a while you break, have a smile you fake, have a claim you stay, have a watching you, have a move you make, have a step you take, have a watching you, have a breath you take, have a move you make, have a bond you break, have a step you take, have a single day, have a word you say, have a game you play, have a night you stay, have a breath you take, have a move you make, have a bond you break, have a step you take, have a single day, have a word you say, have a game you play.
play. I've been watching. Sind wir wieder zurück. Vielen Dank an Christoph an der Gitarre und an Carsten am Klavier. Und wir haben ein bisschen die Position gewechselt. Wir sind zu unserem Fahrsimulator rübergegangen. Jetzt habe ich schon gespoilert, was es ist. Das wollte ich eigentlich Sie sagen lassen, Professor Wode. Deswegen machen wir das jetzt trotzdem nochmal. Was ist das denn hier? Ja, im Wesentlichen ist das ein Technologiedemonstrator, wo wir unseren Studis ein bisschen die Lehre etwas angenehmer gestalten wollen. Das heißt, eigentlich sehen wir hier eine Spieleplattform für ein bisschen professionelleres E-Sports im Bereich Fahrsimulation, gleichzeitig aber auch ein Forschungsobjekt und gleichzeitig auch ein Setup, wo wir für unsere Studiengänge und für unsere Vorlesungen Daten aufnehmen und im Bereich der Datenanalyse tatsächlich sehr, sehr interessante Messreihen und Praktika durchführen können. Das System selber, wer ambitioniert zu Hause ist, kann sich das auch selber nachbauen. Die mit etwas Geld im Portemonnaie und entsprechender Zeit und Können kann man sowas zu Hause machen. Das heißt, das gesamte System, die Technologie, basiert auf einem freien Projekt, auf einem Open-Source-Projekt, was wir für unsere Zwecke angepasst und erweitert haben. Und ja, diese Simulatoren und diese Aufbauten nutzen wir jetzt tatsächlich für die Lehre, für die Forschung, können wir gleich noch drüber reden, und natürlich auch für die Öffentlichkeitsarbeit, wie zum Beispiel die Studieninformationstage. Was muss ich denn studieren, um mit so einem oder unseren anderen Fahrsimulatoren, können Sie vielleicht auch gleich noch was zu sagen, was muss ich denn studieren, um mit denen in Kontakt zu kommen im Studium? Ja, also die Demonstratoren sind ja Teil von einem Labor, sogenanntes Living Lab, was wir gegründet haben, also ein lebendes Labor, wo also den Studierenden als auch den Gästen diese Themenbereiche Forschung, Lehre, Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen näher gebracht werden können. Und für die Interessenten an so einem System ist es tatsächlich nicht nur für die Informatik interessant, sondern für fast alle MINT-Studiengänge, also sprich Naturwissenschaften, Maschinenbau, Informatik, das ganze Thema. Wenn man also die ganze Konstruktion betrachtet, kommt viel Maschinenbau, Mechatronik zum Einsatz, die Aktuatoren, also klassische Mechatronik-Komponenten und die ganze Ansteuerung. Und dann trifft man natürlich ab in das Thema Informatik. Ja? Also alles von der Ansteuerung der einzelnen Motoren, der einzelnen Komponenten, sind wir im Bereich Embedded Systems, also sprich Treiberentwicklung, Treiberanpassung, Zugriff auf bestimmte Speicherquellen. Und dann kommen wir natürlich auch oben drüber in klassische Informatik, Programmieren, Plugins programmieren für Software, dann auch die Medieninformatik ganz klassisch, unsere Modelle erweitern. Also sprich, wir können innerhalb von diesen Simulationsplattformen, das ist also freie Software, kann sich jeder kaufen, aber wir können halt diese Software erweitern mit eigenen Inhalten. Und da ist natürlich die Hochschule mit weiter und die Medieninformatik stark drin. Das heißt, wir modellieren unsere eigenen Fahrzeuge, wir passen unsere Physikmodelle an und können somit die Immersion, also das Eintauchen in dieses Erlebnis, möglichst gut gestalten. Wie viele von diesen Geräten haben wir denn und sehen die alle so aus? Also wir haben mehrere, also sprich in den letzten Jahren ist das ganze Thema Living Lab und die Anwendungsgebiete sehr, sehr stark gewachsen. Begonnen hat das Anfang 2019. Mittlerweile haben wir ein sehr großes Labor, wo wir jetzt, denke ich, in Summe schon 6 Simulatoren aufgebaut haben, aber nicht alles so. Das heißt, wir vergleichen einerseits bei uns in der Forschungsrichtung unterschiedliche Konstruktionen, unterschiedliche Setups, wie das ganze Immersionsverhalten ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch Aufbauten, die für unseren E-Sports-Bereich, also sprich auch wirklich dann für das professionelle Gaming und den Daten, die wir dann rausziehen können, mit denen wir ja wiederum arbeiten wollen, gerade im Thema Fahrerdatenanalyse, da haben wir dann mehrere solche Aufbauten. Der ist jetzt hier kompakt gefasst, den kann man für solche Veranstaltungen auch mal im Transporter mitnehmen. Und normalerweise würden wir jetzt hier unseren lieben Fahrer auch noch mit VR-Brille auf dem Kopf betrachten. Also der Monitor ist eigentlich in dem Setup nur für die Zuschauer da, damit sie sehen, was vor sich geht. Aber wie es halt immer mal so ist, das VR-Setup wollte jetzt gerade nicht, wie wir es wollten. Deswegen müssen wir jetzt klassisch nur mit Monitor fahren. Im Fahrsimulator sitzt Manuel Heinzig, Dozent auch bei uns an der Hochschule im Informatikbereich. Du weißt wohl nicht, dass ich dich jetzt anspreche, aber wie ist denn das Fahren? Ist das wie ein echtes Auto? Vielleicht können Sie mal das Mikro kurz hinhalten. Grundsätzlich ja. Die grundlegenden Kräfte von einem echten Auto kriegen wir simuliert. Problematisch wird es bei langanhaltenden Kräften, wie zum Beispiel Kurven, die ewig lang gehen, weil da einfach ja, über einen längeren Zeitraum Gehkräfte wirken, die nicht funktionieren. Mhm. Was sehr gut funktioniert, ist Gewackel, sage ich mal, also Dinge wie hier einfach über das Gras, was schnelle Bewegungen in kurzer Frequenz sind, sowas funktioniert sehr gut. Also es ist schon sehr
realitätsnah, auch was das Lenkverhalten angeht und die Physik des Lenkrads und des restlichen Sitzes. Super. Frage an Sie, Professor Vodel. Sie haben immer schon von den Daten gesprochen, die hier rauskommen irgendwie. Wo finden die denn in der Praxis Anwendung? Was machen wir denn mit diesen Daten? Ja, also wir sind eine Hochschule für angewandte Wissenschaften, also wollen wir auch Anwendung finden. Ja? Und ich sage mal, wir haben eine sehr enge Kooperation in einem Partnernetzwerk mit Firmen. Und ich sage mal, wir nehmen diese Daten primär, weil wir ein sehr interessantes Anwendungsfeld uns auserkoren haben. Und zwar nicht nur in der Pandemiezeit in den letzten Jahren, sondern auch schon davor hat sich dieses Thema Simulatoren für den Motorsport, für professionelle Fahrerschulungen, ja, für diejenigen, die vielleicht später mal im höheren Alter mal genug Geld haben, um einen Cup irgendwo mitzufahren. So, die müssen auf solchen Autos üben, die müssen die Strecken kennenlernen. Das gab es auch schon sehr lange. Was es aber die ganze Zeit noch nicht gab, waren wirklich hochspezifische Setups für ein ganz bestimmtes Fahrzeug mit ganz bestimmten Eigenschaften und dann auch zu diesem Fahrzeug passend die Peripherie. Herr Heinzig hat es schon angesprochen, das heißt, das Lenkrad kann genau die Kräfte darstellen, was dann Ihr reales Fahrzeug hat. Fahren Sie ein Fahrzeug mit Servounterstützung, kann man die Kräfte zurücknehmen. Fahren Sie irgendein anderes Fahrzeug ohne Servounterstützung, können wir die hochnehmen. Pedalkräfte und auch die ganzen Impulse. Also wir haben auch gesagt, wir können keine andauernden G-Kräfte darstellen, aber alles, was kurzfristige Impulse sind, geht sehr, sehr gut. Und damit können wir Setups bauen, die natürlich für Motorsport-Enthusiasten als auch für Rennteams sehr, sehr interessant sind. Und wir arbeiten wiederum dann mit den Daten, die wir nicht nur hier in der Simulation, sondern auch real aufnehmen und versuchen, die Gesamtsetups so abzustimmen, dass es halt noch immersiver, noch realistischer wird. Das heißt, theoretisch, Stichwort Formel 1, das Rennsport, den wir alle kennen, theoretisch könnten Formel 1-Fahrer an den Strecken innerhalb der Tour an so einem Gerät üben oder ist das noch Zukunftsmusik? Das machen sie schon ganz viele Jahre. Das Problem ist die Formel 1 mit allen, die mit ganzen Ökosystem mit dem herum. Die haben eine ganze Menge, viele Nullen hinter den Einsen. Das heißt, die haben ein unglaublich großes Budget. Also die Simulatoren kosten, ich würde mal sagen, es 100 bis 500-fache, haben komplette Aufbauten. Das von dem? Von dem hier. Und auch das ganze Netzwerk, was dahinter steht, die ganzen Mitarbeiter. Das heißt, wie die ganzen OEMs oder solche Profi-Geschichten, da muss man ein bisschen aufpassen. Die haben ganz andere Technik. Ja, aber es geht darum, bezahlbar den Motorsportler gerade auch die Vorbereitung reinzukriegen und diejenigen, die es vor allen Dingen auch zwischen den Saisons trainieren wollen. Also sprich, wir haben auch schon mit Firmen gesprochen, die im Automobilzuliefererbetrieb unterwegs sind. Die haben auch solche Simulatoren, um zum Beispiel Steuergeräte zu testen, Hardware in der Loop-Tests etc. Nur ist das Problem, dass die immer gedacht haben, solche Simulatoren kosten siebenstellig und mehr. Dabei ist das gar nicht so, oder beziehungsweise hat sich sehr stark gewandelt durch die technologischen Fortschritte. Muss aber auch immer wieder sagen, das System ist im Kontext von Forschung und Lehre. Das heißt, hier haben wir keinen kommerziellen Nutzen. Das lässt auch das Projekt nicht zu. Aber es ist auch nicht unser Ansinnen, sondern es geht eher darum, zu zeigen, was machbar ist und dann individuelle Lösungen auch mal für die Firmen vorzustellen, denen vorzuschlagen, was sie machen können, in welche Richtung das Ganze gehen kann. Letzte Frage. Wir haben schon mehrfach über das Geld gesprochen, wer ein bisschen Taschengeld übrig hat. Können Sie es beziffern? Was kostet dieses Setup, was hier steht? Ja, es kommt nochmal darauf an, wer es macht. Also wenn man die ganze Arbeitszeit rausrechnet, dieses freie Projekt, auf dem diese ganze Bewegungstechnik basiert, da können Sie für wenige tausend Euro komplettes Setup von den ganzen beweglichen Teilen machen. Dann kommt natürlich die Peripherie dazu, da gibt es wieder kein Limit. Also das ist also E-Sports gerade in dem Automotive-Kontext ist sehr, sehr kostenintensiv von den Komponenten. Die Lenkradsysteme haben sich auch in den letzten Jahren massiv weiterentwickelt. Das heißt, für uns schön, weil wir einfach schneller zusammenbauen können. Wir müssen nicht mehr die ganze Motorentechnik und die ganze Ansteuerung selber bauen. Aber so ein Simulator für den Privaten, also wenn jemand da ambitioniert ist, kriegt er so ein Setup, ich würde mal sagen, komplett für tief fünfstellig hin. Also das muss er auf jeden Fall in die Hand nehmen. Wenn man es bauen lässt, und gerade in der Simulatorwelt gibt es auch in dem Markt, der explodiert in den letzten Jahren, natürlich auch Setups, die hochgehen bis 80.000, 90.000 Euro. Okay. Ja. Also gibt es viel. Alles klar, dann Herr Heinzig, Ihnen noch viel Spaß beim Fahren. Mal gucken, wie lange das hier noch so geht. Wir gehen wieder rüber auf die Couch. Vielen Dank, Professor Vodel. Nach Ihnen. Und jetzt haben wir drei extrem spannende und extrem zukunftsträchtige Felder kennengelernt, wo ich mir relativ sicher bin, dass es dazu Fragen gibt zu Hause oder hier im Studio, oder Josie? Ja, ich würde sagen, dass wir erstmal die Möglichkeit geben, sollte es Fragen im Studio geben, hat denn jemand eine Frage? Okay, das Studio wurde beleuchtet. Ich sehe keine Frage, deshalb fange ich mal mit den Fragen aus dem Chat an. Da gibt es nämlich einige.
Und zwar fragt eine Zuschauerin oder ein Zuschauer, ich habe gesehen, es gibt auch IT-Sicherheit. Sind da ähnliche Themen wie bei der digitalen Forensik? So, also das Verhältnis zwischen IT-Sicherheit und IT-Forensik ist eigentlich relativ vergleichbar. Also wir haben die gleichen Werkzeuge, ja, also nur, dass die Fragestellung eine andere ist. Also ein makabres Beispiel, stellen sich einen Kinderspielplatz alle vor und eines Morgens liegt ein Kind in dem Brunnen, der auf diesem Kinderspielplatz ist. So, der IT-Sicherheitler stellt die Frage, wie kann ich diesen Spielplatz sicherer machen? Ja, und der IT-Forensiker muss die Fragen beantworten, ist das Kind alleine reingefallen? Ja, wurde es reingeschubst? Oder, aber die Werkzeuge, die beide verwenden, sind ähnliche. Und ich denke mal, der Studiengang oder die Ausbildung und das Studium zum IT-Sicherheitsfachmann und Fachfrau, ja, ist also etwas informatischer. Ja, aber am Ende sind es zwei Berufszweige und Experten, die sich gegenseitig natürlich auch ergänzen. Also noch zusätzlich den Studiengang angewandte Informatik mit eben zwei Vertiefungsrichtungen, eine davon IT-Sicherheit und die andere Softwareentwicklung, eben eher im klassischen Informatik-Sinne. Genau. Ne? Ja. Josi? Ja, wo wir gerade bei Informatik sind, springen wir mal zur Medieninformatik. Da interessieren sich nämlich einige aus dem Chat zu. Bei der Medieninformatik entwickelt man selbst Spiele, hat eine Zuschauerin oder ein Zuschauer gelesen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft das ab? Ja, wie läuft das ab? Die Medieninformatik hat als Hauptwort Informatik. Das heißt, die Studis lernen auch bei uns zuerst mal die informatischen Grundlagen. Programmieren im klassischen Sinne, Programmierkonzepte. Und dann geht es natürlich weiter im Bereich Spieleentwicklung, Game Design, Spielephysik, die ganzen Modellierungsthemen natürlich auch, wo dann die kreativen Punkte auch mehr zum Tragen kommen. Und ja, geht dann schon relativ frühzeitig los mit Gruppenprojekten, also sprich große Projekte, wo auch das gesamte Matrikel gemeinsam ein Spiel entwickelt über zwei Semester, wird dann jedes Jahr groß vorgestellt. Mein lieber Kollege, der heute nicht dabei sein kann, Kollege Marbach von Medien, ist da mal ganz groß dabei. Und da konnten wir auch schon richtig große Erfolge feiern. Und das ist natürlich für die Studis ein unglaublicher Motivationsfaktor, wenn man mit einem ganzen Matrikel, also viele, viele Studis, gemeinsam eine Software entwickelt und sich auch selber im Team organisieren muss. Und parallel dazu gibt es natürlich auch in kleineren Gruppen, in kleineren Projekten, Lernfeld, Wissenschaft, Wirtschaft, Möglichkeiten, sich selber kreativ zu entwickeln, Spiele, Teile auch schon von bestehenden Projekten weiterzuentwickeln. Und dann, wenn das Ganze abgeschlossen ist mit den Grundlagenausbildungen, dann wird es natürlich sehr speziell in den Abschlussarbeiten, in Projektthemen etc. kommen dann aber auch bei den Medieninformatikstudenten meist Querschnittsthemen zum Tragen. Ja? Also man geht dann wirklich auch wieder in den engen Kontakt mit unserem Firmennetzwerk. Wo kann man ein Praxisprojekt machen? Bleibt man tatsächlich in der eher kreativen Schiene oder wird es vielleicht tatsächlich auch viel mehr ein Drift in Richtung klassische Softwareentwicklung mit einem verstärkten Fokus auf UX, User Experience oder das ganze Look and Feel auch? Okay, vielleicht kleiner Werbeteaser dazu. Das Datum habe ich nicht im Kopf, das schreiben wir euch aber gleich in den Chat rein. Die Abschlussprojekte der Medieninformatiker präsentieren wir jedes Jahr, immer im Januar, Februar rum, bei der sogenannten Beta, eine Inhouse-Messe quasi, aber auch ein digitales Event, was auch dieses Jahr wieder stattfindet. Datum schreiben wir euch gleich in die Chats bei Twitch und YouTube rein. Aber dort könnt ihr euch dann intensiv auch damit informieren. Josi, eine schnelle letzte Frage. Haben wir was im Bio-Bereich? Nein, ich habe den Hinweis bekommen, dass das am 2. Februar stattfindet, die Vorstellung der Beta. Du bist vorbereitet. Ich bin vorbereitet, wie immer. Ja. Und noch eine Frage, welche informatischen Vorkenntnisse braucht man fürs Studium und auf welche Programmiersprache wird sich besonders konzentriert im Informatikstudium? Ja, die Vorkenntnisse sind immer eine wichtige Frage, eine gute Frage. Ich sage es immer, es gibt genug positive Beispiele, wo jemand ohne jegliche Programmiervorkenntnisse mit einer klassischen mathematischen Basisverständnis und heute auch vorsichtig sein, aber dem einfach Mathe und Naturwissenschaften Spaß macht, vielleicht auch kreativ ein bisschen was ist, da hat man auf jeden Fall Möglichkeiten, es zu schaffen. Vorkenntnisse im privaten Bereich, in der Schule, Informatik AG, Informatik-Leistungskurs sind dann immer zuträglich. Im Bereich Programmierung, ich bin immer nicht so der Freund von zu sagen, ihr braucht die und die Programmiersprache, sondern mir wäre es wichtig zu sagen, wir lernen, wie man programmiert,
ein Konzept dahinter und in welcher konkreten Programmiersprache ihr dann später zugange seid, das wird euch später egal sein oder sollte euch egal sein. Konkret nutzen wir bei uns im Bachelor in den Grundlagenveranstaltungen Java. Ich werde aber auch viel Kontakt haben mit C-Sharp gegebenenfalls, gerade dann auch in der Unity-Entwicklung dann für das ganze Thema dann der Spieleentwicklung. Und ansonsten kann man vielleicht noch im Bereich Skriptsprachen, Programmiersprachen Python empfehlen, kommt immer wieder zum Tragen. Das aber, ich denke, bei uns allen, wie wir auf der Bank sitzen, Python hat sich mittlerweile überall durchgesetzt, weil man sehr, sehr schnell, sehr effizient programmieren kann. Super, herzlichen Dank, Josi, auch an dich. Das war's mit unserem ersten Blog. Vielen Dank an Professor Vodel, Professor Wünschiers und Professor Labutte. Und wenn ihr Fragen haben solltet, ist natürlich die Studienberatung ab morgen und nächste Woche und immer ganz normal für euch zu erreichen. Wir können auch jederzeit mal eine Beratung vereinbaren oder Kontakt zu unseren Profs herstellen, damit keine Infos offen bleiben. Hier geht es jetzt weiter mit einem nächsten Blog, mit einem ganz anderen Bereich, nämlich mit dem Bereich soziale Arbeit. Und wir sehen dort gleich zum Einstieg ein Porträt von unserem Absolventen Tobias Burdukat, der uns mitnimmt in seinen Berufsalltag nach seinem Studium soziale Arbeit. Und danach begrüße ich hier neue Gäste. Aber vorher, Mats ab. Danke. Jawohl, bitte alles mitnehmen, genau. Soll ich das? Ich mach das mit Hallo. Ich mach das mit Hallo. Hallo? Hallo, ich bin Tobias Burdukat und habe an der Hochschule mit Weida in Roßwein soziale Arbeit studiert und arbeite jetzt beim Förderverein für Jugendkultur und Zwischenmenschlichkeit als Sozialarbeiter in Grimma in einem Projekt, was sich Durch die Jugend nennt. Durch der Jugend beschreibt quasi den Wunsch oder das Ziel, wo Jugendliche wie eine Art Spielplatz geboten bekommen, der sie dazu befähigt, ihre Eigenständigkeit und Selbstständigkeit zu entwickeln und daraus ja, wichtige Sachen für ihr weiteres Leben halt mitzunehmen. Und meine Aufgabe ist es, die Jugendlichen zu begleiten und ihre Kreativität zu fördern und im Endeffekt die Jugendlichen begleiten, wie sie zur Realisierung ihrer eigenen Ideen halt kommen, wie sie dieses Ziel halt erreichen können. Also die Hochschule mit Weida habe ich für mich halt gewählt, da ich in Grimma wohne und in Grimma auch verortet bin und auch schon damals mir das war so die Größe von einer Hochschule und von Mitstudierenden, mit denen ich gut leben konnte. Also das hat dem Ganzen irgendwie einen besonderen Charme gegeben. Was ich tatsächlich so als Wesentliches aus dem Studium mitgenommen habe für mich war, Dinge komplex zu betrachten. Nehmen wir mal den Fall Sucht. Ne? Jemand ist einer Sucht anheimgefallen und man nimmt nicht die Sucht erstmal als Problem, sondern man guckt, okay, was hat denn wie dazu geführt und warum kam es dazu und was für Rahmenbedingungen. Und das ist eigentlich so, das hat eine Übertragbarkeit. Es war auch tatsächlich sehr interessant, das so zu lernen und sich damit zu beschäftigen. Das hat auch großen Spaß gemacht. Ja, und dann sind wir auch schon wieder zurück hier im Fernsehstudio und über das eben Gehörte wollen wir jetzt sprechen und zwar gemeinsam mit meinen drei nächsten Gästen. Herzlich willkommen an Professorin Isolde Heinze, Professor Frank Tscherner und Markus Lohse. Herzlich willkommen. Kommen Sie zu mir. Bitte sehr. Einfach drauf, genau. Ja. Schön, dass Sie da sind. Harter Bruch zu unseren Informatik- und Bio-Studiengängen, die wir gerade besprochen haben. Professorin Heinze, Sie sind Dekanin der Fakultät Soziale Arbeit. Was ist denn soziale Arbeit eigentlich? Wir haben jetzt eben vom Herrn Burdukat schon ein bisschen gehört, was er jetzt beruflich macht, aber was steckt denn hinter diesem großen Begriff eigentlich? Einmal Ihr Mikro bitte. Was steckt dahinter? Soziale Arbeit ist ein Bereich oder ein Berufsfeld, was sehr vielfältig ist. Ja, also Sie haben die Möglichkeit, in sehr vielen Arbeitsfeldern mit sehr vielen Zielgruppen auch tätig zu sein. Ja, da geht es beispielsweise, die Kinder- und Jugendhilfe beispielsweise ist eigentlich so der größte Bereich, in dem Sozialarbeitende tätig sind.
Da geht es von Kindertagesförderung bis hin zu diesem Bereich, den Herr Burdukat beschrieben hat, die offene Kinder- und Jugendarbeit oder dann auch die Arbeit in den Jugendämtern zum Beispiel. Dort sind also auch Sozialarbeitende beschäftigt, aber auch Sozialarbeitende ganz konkret in den Familien, um dort zu unterstützen beispielsweise. Oder es gibt auch die Möglichkeit, mit Menschen zu arbeiten, die Beeinträchtigungen haben, ob es jetzt körperliche Beeinträchtigungen sind oder psychische Beeinträchtigungen. Die Arbeit mit Wohnungslosen ist ein wichtiger Bereich. Oder auch die Arbeit mit Menschen, die aus dem Strafvollzug entlassen wurden. Also, oder auch mit älteren Menschen, das ist ein Thema, was zurzeit sehr im Diskurs auch steht, wo wir uns auch weiter darauf einrichten müssen. Und insofern ist es ein sehr, sehr vielfältiger Bereich, wo Menschen in besonderen Lebenslagen unterstützt und begleitet werden. Und unser Studium Soziale Arbeit bereitet auf all diese Bereiche, die Sie angesprochen haben, vor. Genau, wir bieten ein generalistisches Studium an in der sozialen Arbeit im Bachelorstudiengang, sowohl im Direktstudiengang als auch im berufsbegleitenden Studiengang. Es dauert insgesamt im Direktstudiengang 6 Semester und im berufsbegleitenden Studiengang 8 Semester. Und all diese Zielgruppen, Arbeitsfelder, Besonderheiten werden im Studium behandelt. Vielen Dank. Herr Lohse, ich habe mal auf unserer Internetseite Ihren Lebenslauf, Ihre Vita angeschaut und Sie haben ja selber bei uns Soziale Arbeit studiert, ist nun schon einige Jahre her. Warum haben Sie sich denn damals für MitWeider entschieden und was hat das Studium mit dem gemacht, sage ich jetzt mal, was nach dem Studium kam? Wie hat Sie das vorbereitet darauf? Also ich habe mich für das Studium in MitWeider, / damals noch an der Fakultät Soziale Arbeit, die in Roßwein zu Hause war, entschieden. Und als ich zu einem, wie es heute hier passiert, Studieninformationstag nach Roßwein gefahren bin, damals noch mit meinen Eltern, ähnlich wie das heute auch hier mir begegnet ist an den Informationsständen, da hat mich diese Eindrücke des Campus und der familiäre Umgang dort miteinander so nachhaltig schon zu diesem Zeitpunkt geprägt und Lust auf das Studium gemacht, dass ich mich tatsächlich dafür entschieden habe. Ich muss aber dazu sagen, es kam dann erst noch, der rosa Brief vom Kreiswehrersatzamt dazwischen und ich musste darum bitten, den Studienplatz zurückzustellen ein Jahr, weil ich erst mich dann dazu entschieden habe, den Zivildienst zu machen. Dem wurde stattgegeben und ich habe mich darüber sehr gefreut und konnte dann mein Diplomstudium zu der Zeit noch aufnehmen. Und bin dann direkt in die Nullserie des Masters übergegangen. Das war dann 2007. Den als berufsbegleitenden Studiengang, damit bin ich schon in meinem damaligen Arbeitsbereich im Freiwilligendienst eingestiegen. Das ständig im Kontakt sein, sowohl auf der durchaus auch theoretischen Ebene, da gefordert zu werden und diese reflexive Professionalität, kann ich ja sagen, zu entwickeln über diese Zeit, das ist das, was hängen geblieben ist. Und das hat mich auch wieder zurück nach MitWeider gebracht, zum Promovieren jetzt, genau. Vielen Dank, Herr Lohse. Professor Tscherner, Sie sind Professor für Recht in der sozialen Arbeit und Sie sind auch selber Jurist. Was macht man denn konkret oder in welchem Bezug gibt es denn zwischen sozialer Arbeit und Juristerei und Recht? Vielleicht können Sie uns da mal ein bisschen aufklären. Ja, vielen Dank. Erstmal danke für die Einladung. Es gibt sehr, sehr viele Bezüge, mehr als man denkt. Herr Burdukat hat es am Anfang auch schon gesagt, dass man bestimmte Problemfelder möglichst komplex angeht. Das heißt, man hat unter anderem auch eine rechtliche Rahmung. Das heißt, eigentlich das ganze Leben ist rechtlich gerahmt. Wenn ich jetzt zum Beispiel die unterschiedlichen Lebenslagen angucke,
Frau Kollegin Heinz hat ja gerade schon darauf hingewiesen, wenn ich jetzt im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe bin, dass ich ein Kinder- und Jugendhilferecht habe, dass ich das wichtige Thema Kindeswohlgefährdung, was gerade in dem Beitrag vorher kam, was Professor Labudde angesprochen hatte, wenn dann totes oder verletztes Kind ist, dass es forensische Fragen sind, dass es natürlich auch rechtliche Fragen sind, dass das Kindeswohl eben zu schützen ist, was sich auf sehr vielen Ebenen dann eben abbildet. Ein ganz wichtiger Bereich, unter anderem auch des Kinder- und Jugendhilferechts, aber auch des Familienrechts, auch des Strafrechts, auch des Strafprozessrechts. Also das ist eigentlich das ganze Leben sozusagen davon durchdrungen. Und unsere Aufgabe sehe ich darin, im Kontext der sozialen Arbeit die Studierenden zu befähigen, mit rechtlichen Normen umgehen zu lernen. Man sagt ja immer, naja, es reicht ja aus, wenn man weiß, wo steht. Nee, das reicht eben nicht aus. Das ist natürlich gut zu wissen, dass es eine rechtliche Norm gibt und ungefähr, wo ich die dann eben verorten kann. Ja, es geht aber auch darum, das Handwerkszeug zu haben, damit umgehen zu können. Also das Material sozusagen verarbeiten zu können, Normen interpretieren zu können, um eben konkret einen Beispielsfall, einen Fall, mit dem man gerade konfrontiert ist, dann eben auch möglichst adäquat zu lösen. Mhm. Die drei Antworten haben jetzt für mein Dafürhalten schon einen sehr guten Überblick über dieses ganze komplexe Feld der sozialen Arbeit gegeben, weswegen ich gerne direkt schon mal die Fragerunde öffnen würde. Josie, vielleicht haben wir schon was, vielleicht fragen wir schon mal eine Runde ins Publikum, ob es Fragen gibt oder im Chat haben wir da schon was. Ja, ich würde wieder mit dem Publikum anfangen. Gibt es Fragen hier im Studio? Das ist noch nicht der Fall. Haben wir schon was Digitales reinbekommen? Ja, und zwar die Frage nach der staatlichen Anerkennung des Studiums. Oh, okay. Direkt mal eine komplexe Frage. Vielleicht Professorin Heinz, vielleicht wollen Sie dazu was sagen? Ja, also im Bachelorstudiengang ist es natürlich möglich, die staatliche Anerkennung zu erhalten. Die Voraussetzung dafür ist ein 100-tägiges Praktikum, was während des Studiums abgeleistet werden kann. Daran sind unterschiedliche Bedingungen auch geknüpft. Neben diesem berufspraktischen Studiensemester, wo man sich also eine Praxisstelle aussuchen kann, wo es also auch Bedingung ist, dass Sie dort von einem Anleiter bzw. eine Anleiterin begleitet werden. Und dieser Anleiter bzw. diese Anleiterin, dort ist es eben auch Pflicht, dass hier ein Abschluss in sozialer Arbeit vorliegt. Diese Anleitung muss also gegeben werden und darüber hinaus, parallel dazu, findet an der Hochschule immer noch ein Seminar zur Praxisreflexion statt, wo also die unterschiedlichen Erfahrungen, die im Berufspraktikum gemacht werden, reflektiert werden mit den einzelnen Studierenden. Dazu haben wir auch sehr kleine Gruppen gebildet, sodass also auch diese Reflexionen sehr gut möglich sind. Und darüber hinaus haben wir auch parallel dazu Seminare zur Fallarbeit, wo also auch nochmal ganz konkret dann mit spezifischen Fällen gearbeitet wird, auch aus dem Praktikum. Und aus diesem Konglomerat heraus kann man dann über ein Kolloquium zur staatlichen Anerkennung, was man auch ableisten muss, dann die staatliche Anerkennung erhalten. Zusammengefasst habe ich da jetzt rausgehört, dass in bestimmten Berufen die staatliche Anerkennung zwingend erforderlich ist. Das klingt ja aber nach relativ hohen Hürden auch teilweise. Professor Tscherner, lohnt es sich trotzdem, ich sage es mal jetzt so, wie es ist, lohnt es sich trotzdem, soziale Arbeit zu studieren? Brauchen wir Sozialarbeiter heutzutage? Die Lebenslagen sind hochkomplex. Es wird eigentlich teilweise immer schwieriger, sich auch in der Welt, in der komplexer werdenden Welt zurechtzufinden. Da ist natürlich dann die soziale Arbeit auch sehr gut verortet an den unterschiedlichen Lebenslagen der Menschen. Und die staatliche Anerkennung ist zum Beispiel, wenn ich jetzt aus der rechtlichen Perspektive sprechen darf, auch ein wichtiges Merkmal. Einerseits kann sich das natürlich, was die Vergütung anbelangt, niederschlagen. Auf der anderen Seite natürlich eben auch, dass das einfach in vielen Berufen dann eben auch gefordert wird, dass eine staatliche Anerkennung dann gegeben ist. Aus strafrechtlicher Sicht muss ich sagen, ist das ein besonderes persönliches Merkmal, woran eine Strafbarkeit anknüpfen kann, zum Beispiel beim Bruch der Schweigepflicht. Oder eben jetzt nochmal Thema Kindeswohlgefährdung, dass es da eben wichtig ist, die staatliche Anerkennung zu haben, weil sich daran eben auch bestimmte Verpflichtungen, aber eben auch bestimmte Kenntnisse knüpfen. Das heißt, es ist ein weiteres Qualifikationsmerkmal, was man im Rahmen des Studiums dann eben erwerben kann. Und das ist sinnvoll und gut, dass wir das mit weiter eben auch anbieten können. Okay. Herr Lohse, abschließende Frage an Sie. Sie haben es schon gesagt,
Bachelor in Mittweida, dann Teilzeit-Master oder berufsbegleitender Master in Mittweida und jetzt Promotion steht bei Ihnen an. Muss ich das machen im sozialen Bereich? Warum haben Sie das gemacht? Und für wen empfiehlt sich denn vielleicht ein Masterstudium? Brauche ich das zwingend? Vielleicht können Sie uns da kurz Ihre Beweggründe aufschlüsseln und vielleicht so eine Empfehlung aussprechen an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer draußen. Ja, gerne. Also zuerst eine kleine Korrektur. Ich habe zuerst Diplom, Sozialarbeit, Sozialpädagogik studiert. Ja. Und daraus hat sich tatsächlich auch für mich in dieser biografischen Situation damals der Bologna-Prozess dann auch ausgerollt wurde und das Bachelor- und Master-System hier in Deutschland etabliert wurde, hat sich für mich die Frage gestellt, okay, ich gucke jetzt auf meine Berufsbiografie, vor der ich stehe und habe mir überlegt, okay, jetzt gibt es dann zukünftig Bachelor auf dem Markt, da habe ich jetzt als Diplom Sozialarbeiter, Sozialpädagoge jetzt noch nicht so die Befürchtung gehabt, da eine Schlechterstellung zu erfahren, aber mit Blick auf Leitungsfunktionen und ich hatte damals schon durchaus Ambitionen in dem Bereich, mich dahingehend zu entwickeln und das hat sich dann ja auch glücklicherweise so ergeben, dann habe ich mir schon die Frage gestellt, okay, wenn dann später 5, 7, 10 Jahre ich mit Masterabsolventen konkurrieren würde, dann hätte ich möglicherweise nicht ganz so gute Karten. Und vor dem biografischen Hintergrund habe ich mich entschieden, okay, ich knüpfe den Master gleich noch an. Und damals wie heute ist er im Direktstudium 2 Jahre und im Teilzeitstudium 3,5, um Korrektur, wenn das gerade nicht ganz aktuell ist, aber ich meine schon. Und das ist in Perspektive auf Leitung von Bereichen der sozialen Arbeit, da wird immer Nachwuchs, wir haben es gerade schon gehört, auch in dem Bereich gesucht. Und als kurze Ergänzung auch dazu, der Wohlfahrtsstaat ist nach wie vor der Wachstumsmarkt in Deutschland. Habe ich gerade aktuell wieder einen Bericht gelesen aus 21, wie sich dort die Personalsituation entwickelt. Und da sind die 5 größten an der Börse dotierten produzierenden Unternehmen weit ab. So viel zur Ergänzung. Und daher auch das Plädoyer dafür, wir als Sozialstaat und Wohlfahrtsstaat benötigen Menschen, die sich um jene kümmern, die situativ in Hilfebedarfe geraten und wir haben das große Spektrum eingangs gehört und das kann jedem und jeder zu jeder Zeit passieren und da ist es gut, wenn man ein Unterstützungssystem hat, worauf wir hier in Deutschland zurückgreifen können und gut, dass es das gibt. Sehr schönes Schlusswort. Eine Ergänzung noch zum Schluss. Der Bachelorstudiengang Soziale Arbeit startet immer zum Sommersemester, das heißt im März jeden Jahres und man kann sich noch bis Sonntag bewerben, wenn man im März vielleicht anfangen möchte. Also bis Sonntagabend, 15.01. ist die Bewerbungsfrist, könnt ihr euch online noch bewerben. Dann geht es vielleicht für euch, wenn ihr durchs Auswahlverfahren kommt, im März schon los. Ansonsten, der Master startet immer zum Wintersemester, da ist die Bewerbungsfrist erst vom 15. April bis 15. Juli. Da habt ihr noch ein bisschen Zeit. Vielen Dank an Markus Lohse, an Professor Frank Tscherner und Professorin Isolde Heinze. Wir hören jetzt ein bisschen Musik von Christoph und Carsten und danach geht es mit unserer nächsten Fakultät weiter. Jetzt aber erstmal an euch zwei da drüben. Thank you.
for peace. Giving to that easy living, goodbye to my hopes and dreams. Stop flipping for my enemies. And we could wait until the walls came down, down, down. It's time to get a little tip, kids in the middle, move over to the past, don't bother me. Is it coming? 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 Is it coming back? Oh, I'm a rebel just for kicks. Now your love is an abyss for my heart to eclipse. Now might be over now, but I feel it. Oh, I'm a rebel just for kicks. Now let me kick on like it's 1986 now. Might be over now, but I feel it still. Vielen Dank an Christoph und Carsten für die Musik. Und bei uns geht es jetzt direkt weiter, nämlich mit unseren Ingenieurstudiengängen und der Fakultät Ingenieurwissenschaften. Und wir haben viel vor dazu, deswegen begrüße ich jetzt bei mir auf der Bühne Professor Michael Kuhl und unseren Studenten, Sie haben viel in der Hand, jawohl, danke, und unseren Studenten Arno Maschke. Herzlich willkommen, nehmt Platz, beide gerne hier in die Mitte zu mir. So, erstmal zum Wohl, erstmal zum Runterkommen, genau. Also, Sie haben beide was mitgebracht und ich würde gar nicht so viel Zeit verlieren. Professor Kuhl, Sie sind Studiendekan vom Studiengang Elektrotechnik Automation. Zwei große Begrifflichkeiten, die einem vielleicht in der Schule schon mal begegnet sind im Physikrahmen. Aber was heißt es denn, wenn ich das studiere? Was heißt das, wenn ich studiere? Es ist vor allen Dingen das Lernen. Das ist das eine, was man vielleicht auch im Gymnasium schon gemacht hat. Und es ist im Bachelorstudiengang dann ganz viel Tools sammeln, also Methodik, Systematik, Herangehensweise, deswegen auch der Arno hier mit bei uns heute. Und im Master wird es dann mehr die Wissenschaftsschiene, also wie geht man wirklich wissenschaftlich vor. Wir haben wissenschaftliche Forschungsmodule dann drin, wo man dann sich auch nochmal spezialisieren kann. Und E-Technik, Automation, vielleicht zur Abgrenzung zu den anderen, geht es eben wirklich Automatisierungslösungen. Also wie kann ich Handling-Systeme machen, wie kann ich Steuerungslösungen machen, wie kann ich die Unterstützung des Menschen im Arbeitsumfeld zum Beispiel organisieren, Mensch-Maschine-Interaktion machen. Mhm. Arno, du bist Elektrotechnik-Student bei uns im ersten Semester. Warum hast du dich für ein Studium hier in Mittweida entschieden und warum ist es die Elektrotechnik geworden? Vielleicht die zwei Gründe. Also mein Plan war es, ich habe vorher schon eine Ausbildung gemacht und habe dort auch schon relativ viel mit Robotern und so gearbeitet. Und da war meine Idee, das Ganze nochmal zu vertiefen. Okay, und dann ist es das Studium geworden. Warum Mittweida? Genau. Weil die Studiengänge relativ klein sind, nicht so viele Studenten mit einmal und ja. Professor Kuhl, was zeichnet aus Ihrer Sicht das Studium an unserer Hochschule aus im Ingenieurbereich explizit? Wir haben, wie ich schon gesagt habe, eine relativ, trotzdem wir uns spezialisiert haben auf Automatisierungstechnik, eine sehr große Bandbreite. Das ist das eine, komme ich gleich drauf. Und das zweite ist, dass diese Bandbreite aber erst Ausschlag geben wird, wenn man sich wirklich sicher fühlt.
Was heißt das? Wir haben immer gesagt, im ersten und zweiten Semester hat man Grundlagen. Mathematik, ein Stück weit Informatik, auch das, was ja der Arno mitgebracht hat, können wir nachher vielleicht nochmal sagen. Mhm. Also man kommt so rein, hat dann so eine Begrifflichkeit gefunden, weiß, okay, ich will lieber doch in die Mechatronik gehen zum Beispiel als eine Vertiefungsrichtung oder vernetzte E-Mobilität, da habe ich das hier mitgebracht, oder eben die Automatisierung Industrie 4.0. Und da haben wir den Vorteil, man muss sich erst am Ende des zweiten Semesters wirklich entscheiden und ist dann safe und bricht dann nicht nach dem vierten oder fünften ab, weil man merkt, das ist es jetzt vielleicht doch nicht die Spezialisierung, müsste ich woanders nochmal neu starten, sondern man hat ein komplettes Jahr Zeit, startet dann in die Vertiefung und hat dann aber ein sehr großes Potpourri, angefangen wirklich vom Spezialisten, Entwicklungsingenieur bis zum Generalisten in der Mechatronik, der dann auch im Auslandeinsatz unterwegs ist oder jetzt auch neu eben dieser internationale Studiengang Responsible Consumption Production. Wie finde ich denn dann in den ersten zwei Semestern heraus, welche Vertiefung es dann am Ende bei mir wird? Höre ich das theoretisch? Können die Studis das irgendwie, werden die beraten? Wie kommen die am Ende zu ihrer Vertiefung? Also tatsächlich ist es das Bauchgefühl, also jeder ist ja ein bisschen anders aufgestellt, aber wir haben dieses Semester das erste Mal ein neues Modul angeboten, das nennt sich eben Systementwicklung und da ist, man kann ja die Eingangserwartungen jetzt nicht zu hochschrauben, ne? Also es ist nicht so, dass man schon E-Technik können muss, das lernt man ja jetzt bei uns und im ersten Semester können wir nicht erwarten, dass man programmieren kann, aber so kommen die Studenten bei uns rein und lernen erstmal, wie entwickle ich eine Idee, wie komme ich von der Idee zu einer Produktspezifikation, wie komme ich zu einem Konzept und so weiter. Und da lernen sie eben dann für sich, lag mir jetzt eher die mechanische Komponente, die Aktorik oder bin ich in der Programmierung gut? Und dann kommt man eben zum Beispiel auf so ein Fahrzeug, das ist ein Wischroboter, kann Arno dann noch ein bisschen was zu erzählen, was er wirklich aus der Menge sozusagen dann entwickelt hat. Sieht jetzt noch nicht ganz so schick aus mit dem Gehäuse. Logisch ist es ja auch das erste Semester, aber man könnte dann im zweiten Semester, man hat noch Konstruktionslehre zum Beispiel jetzt dabei, sagen, okay, das gefällt mir, aber die Konstruktion noch mit dazu haben, würde ich dann empfehlen, kann man ein Gespräch am Ende des zweiten Semesters führen, dann lieber mach Mechatronik, wenn er sagt, aber die Embedded-Systeme da drauf, ne, die Steuerung, das fand ich toll, okay, dann die Empfehlung, mach bitte Industrie 4.0. Sie haben den Wischroboter jetzt schon angesprochen. Arno, wir kommen da gleich drauf. Im Rahmen welches Moduls ist denn dieses Gerät jetzt entstanden, Professor Kuhl? Und Arno, dann möchte ich von dir gleich im Anschluss wissen, wo hast du denn die ganzen Teile her und hast du das Ding zu Hause zusammengebaut? Genau, also die Idee war, wie gesagt, dass man die Leute dazu erstmal führt. Nicht alle sind an der Schule gleich aufgestellt gewesen. Na, wie komme ich denn jetzt von einer Idee als Ingenieur? Das heißt ja immer, Ingenieure sind wenig kreativ, vollkommen falsch. Also die Ingenieure sind die, die sich ständig was Neues ausdenken müssen. Und wie komme ich jetzt von der Idee zum Produkt? Und dann haben wir gesagt, da gehen wir so Kreativtechniken durch, dann Mindmapping und so, wie man das machen kann. Und das ist eben das Fach oder Modul Systemelektronik. Man kriegt halt einen gewissen Rahmen vorgegeben an Elektronik und das kann dann umsetzen. Und das soll dann auch weitergeführt werden. Das, was ich eben hier zeige, das wäre dann so ein Profi-Tool im vierten Semester Car-to-Car-Kommunikation. Ne? Das ist so ein System, was dann eben wirklich schick ist, mit Cloud-Computing arbeiten kann, mit Umfeldüberwachung und so weiter arbeiten kann, Kameras und so weiter. Aber der Student soll hier wirklich erstmal selber sich ausprobieren, spielerisch rankommen und dann ein Bauchgefühl entwickeln, was er wirklich will. Ne? Mhm. Arno, erzähl mal. Genau. Dein gutes also, Stück. Das Chassis ist im Prinzip, oder die Grundbasis, ist ein alter Metallbaukasten von mir, den ich ja ein bisschen so, ein allgemeines Grundmodell, dass ich da was habe. Und beim, ich glaube in der ersten oder zweiten Vorlesung oder Seminar haben wir dann alle Studenten einen Koffer bekommen, wo dieser Arduino drin war. Sag mal genau, was das ist. Was also der Arduino ist im Prinzip diese kleine Platine. Mhm. Das ist ein Mikrocontroller, der relativ einfach zu programmieren ist, mit ganz vielen verschiedenen Komponenten, die man dran bauen kann. Eine kleine Anleitung, was es so gibt. Und dann so durften wir losbauen. Mhm. Genau. Darf ich vielleicht noch einhängen? Also tatsächlich, das haben wir jetzt mitgebracht, weil es ein schönes Pendant ist zu der späteren Studium. Ja. Aber wir haben wirklich ganz kreative Sachen. Was ich dort liebe, ist zum Beispiel ein Teebeutel rausholsystem, was entwickelt worden ist, weil mein Tee ist auch immer bitter. Ja. Also
Vollkommen jeder offen, vergisst jeder seinen aus, aus ja. einem ja. Arduino-Standard-Kitset ja. mit Sensorik, Aktorik, Mikrocontrollern, soll dann jeder so seine eigene Idee entwerfen. Okay, das ist ja jetzt aber kein Modell, das Ding kann ja was, oder? Das kann was, dann ja. Dann zeig uns das doch mal bitte. Okay. Also man kann es einmal per Hand steuern, ist relativ langsam, also... Ja, kleine Wohnung, dann geht das auch. Genau, also man kann es durch die Gegend steuern, kann auch, ja. Und man kann es auch in eine Art Automatikmodus stellen. Ja. Jetzt fährt er automatisch. Okay. Und wenn man jetzt zum Beispiel davor. Du machst mal ein Hindernis, ja? Ich mache jetzt einfach mal ein Hindernis. Dann fängt er an, zur Seite zu fahren. Okay. Also er versucht es auszuweichen. Ist das in etwa mit dem vergleichbar, was wir von einem Saugroboter kennen, Professor Kuhl? Genau, ich war hier begeistert. Es sieht natürlich sehr spaßig aus. Man sieht schon, was Arno für eine Schokolade liebt. Ne? ja. Er hat also den Schwerpunkt jetzt nicht auf die Mechatronik im Mechanischen gelegt, sondern auf die Steuerung. Und genau das ist das, was man von einem Saugroboter erwarten würde. Er fährt gegen die Wand, stellt ein Hindernis fest, fährt ein Stück zurück, dreht sich um, fährt in eine andere Richtung weiter. Und eben genau diese Idee, die er jetzt intuitiv aus Spaß umgesetzt hat, ne, finden wir dann in der vernetzten Mobilität im Studiengang dann später wieder. Wie gesagt, da werden dann unsere Studierenden, kommen dann an diese Modelle, die haben dann verschiedene Funksysteme, eine Kommunikation zum Beispiel kann man sich vorstellen, wird simuliert, Einsatzfahrzeug fährt an eine Ampel ran, signalisiert, stelle bitte alles auf Rot, die Fahrzeuge, autonome Fahrzeuge halten an. Wie macht man das? Also wir wollen nicht das autonome Fahrzeug fahren können, sondern wir wollen dieses entwickeln können, diese Interaktion für moderne Mobilität zum Beispiel zu machen. Und das passt halt super. Er hat also viele von diesen Ideen, die man hier reinbringen muss, ne, was man dann auch lernt, wie man es programmiert, hat er hier schon wirklich schön vorgegriffen. Und es funktioniert. Langsam soll er auch nicht vom Tisch runterfahren. Hier hat er ein bisschen mehr Platz. Ne? Das ist halt ein Demonstrator. Und tolle Software drin. Cool. Finde ich echt gut, wenn du den dann mal zur Serienreife weiterentwickelt hast. Ich werde dann Kunde. Professor Kuhl, abschließende Frage an Sie. Was werden denn unsere Studis dann ganz konkret mit unserem Abschluss so unter anderem? Sie haben hier und da schon mal ein bisschen was angesprochen und Sie haben auch, glaube ich, noch ein paar Bilder mitgebracht davon. Vielleicht können Sie da auch gerne noch dazu was sagen und dann vielleicht die Brücke zur Karriere schlagen. Genau, wenn wir vielleicht auf die Bilder noch mal kurz schauen könnten. Also wir hatten jetzt noch ein paar Fotos aus dem Innovationslabor gebracht. Ne? Also war noch die Frage, was ist hier besonders? Wir haben jetzt als studentische Initiative, wir werden gleich noch eine zweite hören, auch ein Innovationslabor geschaffen, wo die Studenten halt genau solche Sachen ausprobieren können. Wenn was kaputt geht, dann holen sie sich dort halt noch ein neues Bauelement, können Messtechnik frei benutzen, können wirklich ausprobieren, testen, sich selber irgendwie weiterentwickeln an der Stelle. Und Mentoren und Tutoren betreuen das aus den höheren Semestern auch sehr gut. Die sind wirklich vernetzt, ne? Was Sie gesagt haben. Ja. Enge Zusammenarbeit. Und was kann man damit wehren? Eigentlich alles. Also vom Applikationsingenieur, der hier in der regionalen Industrie einen Arbeitsplatz findet. Ich sage, leider muss man fast so sagen, ich könnte jedem Abschlussstudenten hier im Bachelor versprechen, dass er mindestens 3 Arbeitsplätze kriegen könnte. Ne? Also es wird wirklich gesucht. Vom Applikationsingenieur eben bis zu jemandem, der international agiert, ins mittlere Management oder sogar hohe Management geht. Also Firmen wie Siemens werden ja eben nicht von, in der Regel nicht von Buchhaltern geführt, sondern tatsächlich ja von Leuten, die vom Produkt Ahnung haben können. Also die Bandbreite ist groß. Sehr viel Siemens, ja, man kann. E-Mobilität ist ganz groß. Wir haben BMW, wir haben Porsche, wir haben VW in Sachsen, die auf E-Mobilität setzen. Wir haben Unternehmen, die diese beliefern, wie zum Beispiel die Z-Tech oder andere Automatisierungsfirmen. Also die Bandbreite ist extrem groß, wirklich von der Applikation, wie sowas jetzt zu entwickeln, bis hin, das auch zum Kunden rüberzubringen oder im Management einzusteigen später. Vielen Dank, Josie. Ich bin mir sicher, dass der Roboter Fragen aufgeworfen hat, oder? Haben wir was im Chat reinbekommen? Ja, also die Leute haben auf jeden Fall richtig Bock auf Praxis. Deshalb direkt die Frage, sind duale Studien bei uns möglich? Professor Kuhl, würde ich sagen. Ja, sind sie. Wir haben da zwei Varianten sozusagen. Also ein Partner, das jetzt mal kurz halten, ist die Siemens Professional Education oder die Bildungswerkstatt. Das wäre der zweite Partner. Man kann einsteigen eben in dem Elektrotechnik-Automationsstudiengang. Vertiefung Industrie 4.0 geht es in der Hauptsache oder dann in die Mechatronik als Vertiefungsrichtung.
Man würde sich jetzt zum Beispiel bei der Siemens oder bei, also Siemens Professional Education oder bei der Bildungswerkstatt bewerben, einen Praxispartner finden, hat den Vorteil, man verdient bereits Geld. Nachteil für die Studenten ist ein bisschen, sie haben natürlich keine Ferien in dem Sinne, sondern gehen dann natürlich arbeiten. Aber der Bonus ist da natürlich auch, sie studieren dann 4 Jahre, haben in dem aber dann auch einen IHK-Abschluss, also einen doppelten Abschluss, deswegen dual, haben sehr gute Integration in den Ausbildungsbetrieb und in der Regel auch einen Arbeitsplatz, inklusive sogar viele, die dann sagen, okay, ich setze jetzt auch noch meinen Master drauf und mache dann berufsbegleitend meinen Master, das geht dann auch, und bin dann schon halt in der Firma gut angekommen, wenn das Studium beendet ist. Ne? Das ist so eine Geschmacksfrage, will ich das eine oder das andere, aber es geht bei uns ja. Und ich würde auch einfach mal noch hinterher schieben, dass wir auch im Zweifel beraten, wenn man sich nicht sicher ist, dual oder Vollzeit. Praxis ist ja an beiden sehr stark, aber Professor Kuhl hat es gesagt, die Umstände sind ganz andere. Also wenn wer sich dort unsicher ist, der kommt einfach auf uns zu. Haben wir noch eine Frage, Josie? Ja, wir bleiben bei Berufen, denn es kam die Frage auf, welche konkreten Berufe kann man denn nach dem Studium ausüben? Das haben wir eigentlich schon relativ umfangreich beantwortet, würde ich sagen. Können wir einen Applikationsingenieur, Serviceingenieur, Entwickler für Hardwarekomponenten, Software, Applikationsingenieur, IT-Sicherheit hat jetzt einer gemacht und eine Bachelorette, die jetzt gerade abgeschlossen hat, hat die Planung von E-Bussen in hallischen Verkehrsbetrieben. Auch das geht. Also jetzt haben wir wirklich sehr viele Berufsperspektiven besprochen. Arno, letzte Frage an dich. Welche Vertiefung soll es bei dir werden? Du bist ja jetzt im ersten Semester, weißt du es schon? Ich oder brauchst bin du noch das nicht noch? So ganz sicher. Okay, und was kommt in Frage? Alle drei kommen noch in Frage, oder? Wahrscheinlich schon, ja. Okay, na dann sind wir gespannt. Auf jeden Fall vielen Dank erstmal an Sie beide. Wir haben noch eine zweite spannende Sache aus unserer Fakultät Ingenieurwissenschaften mitgebracht. Und da gehe ich jetzt mal rüber. Ich muss mir ein Mikro noch mitnehmen. Das ist nämlich unser Motorsport-Team. Technikum mit weiter Motorsport. Und da freue ich mich sehr jetzt, unsere beiden Studis aus dem Bereich vorstellen zu können. Fabian Jugel und Fabian Müller. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Fabian und Fabian. Erstmal an dich, du sitzt in dem Auto hier. Was sehen wir denn hier? Wir sehen einen Rennwagen, aber was hat es damit auf sich? Vielleicht nimmst du das, ja. Ja, wir sehen jetzt hier den Hector. Der wurde vor unserer Zeit gebaut und wurde halt von Studenten entwickelt. Nehmen wir beide, ich weiß nicht. Okay, funktioniert es jetzt? Rot, ich höre rot. Ja, jetzt höre ich mich. Ja, das ist der Hector, wurde von Studenten vor unserer Zeit entwickelt, dient als Prototyp und wurde auf diversen Events von den jetzigen Alumnis gefahren. Aber was heißt konkret entwickelt? Was heißt entwickelt? Was habt ihr mit diesem Auto oder eure Vorgänger in dem Fall mit diesem Auto hier zu tun? Ja, prinzipiell alles. Ja. Von der Konstruktion bis zum Durchplan, von der Beschaffung der Fertigungsteile und dem Zusammenbau. Okay. Fabian, was machst du konkret jetzt aktuell bei TMM und wofür steht TMM eigentlich? Vielleicht sollten wir das mal vorher noch klären. Genau, fangen wir einfach mal vorne an. TMM heißt quasi Technikum mit weiterer Motorsport. Es ist grob gesagt ein Formel-1-Team der Hochschule, was weltweit gegen andere Hochschulen quasi Wettbewerbe fährt oder probiert zu gewinnen. Und bei diesen Wettbewerben geht es quasi bei Formula Student nicht um, also nicht nur, wer ist der Erste in der Zielgeraden, sondern es geht vor allem auch um die Konstruktion, wie man halt quasi jetzt schon sieht, das ist noch einer der Verbrenner-Varianten der Autos. Seit 2018 bauen wir als TMM jetzt quasi nur noch E-Autos. Da sind wir jetzt quasi beim zweiten. Das ist die Black Mamba, die dieses Jahr, auf den Rennevents fahren soll. Mhm. Und ja, im Grunde genommen tut man quasi gegen Hochschulen oder auch mit Hochschulen. Wir zum Beispiel sind relativ gut mit Zwickau und Freiberg vernetzt und auch Chemnitz. Und versucht quasi dann als Studenten ein eigenes fahrendes Fahrzeug komplett selbst zu entwerfen, berechnen, dass alles passen soll, am Ende auch bauen und im besten Fall auch fahren. Hashtag Transparenzoffensive, warum steht jetzt hier der Verbrenner und keiner der Elektroboliden? Der Elektrobolide hat gestern Abend nicht ins Auto gepasst. Aber deswegen konnte man jetzt aber auf unseren Verbrenner hier noch zurückgreifen. Was machst du denn konkret aktuell bei TMM? Also bei TMM bin ich quasi so eine Art Schnittstellenbetreuer. Ich bin sowohl in der kaufmännischen Abteilung als auch in der technischen Abteilung. Mhm.
Bei der kaufmännischen bin ich in der Marketingabteilung, speziell Foto-Video noch involviert. Aber in der E-Technik, da ich auch E-Technik studiere, bin ich jetzt Leiter von Kabelmanagement, Kabelbaum. Also alles, was man hier an Drähten, Kabeln, Anschlüssen, Steckern, Schaltern haptisch sieht, optisch sieht, ist quasi von mir jetzt mit geplant und überwacht. Und du, Fabian, vielleicht nimmst du das Mikro wieder, genau. Ich bin so die Mutti für alles. Aktuell bin ich Werkstattleiter. Dann bin ich gerade dafür zuständig, die Carbon-Teile, was heißt, das Aero-Paket zu bauen. Zeig mal ganz konkret, was das hier ist, wenn das geht. Hier ist Aero-Paket schwierig, weil das Fahrzeug keins hat. Ja, das okay. Eher zum Unterboden. Ja. Dann halt das Dashboard, was dann auch aus Carbon laminiert wurde, der Sitz. Und dann zudem bin ich eigentlich, was meine eigentliche Aufgabe war, in der E-Technik die Konstruktion zu übernehmen. Also die Einpflegung der CAD-Teile in die Hauptgruppe. Okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich habe es nicht verstanden, aber vielleicht ja ihr zu Hause. Inhaltlich, wie viel seid ihr denn bei TMM und sind es Studis aus allen Bereichen? Vielleicht machst du erstmal. Ja, wir haben letztes Jahr ziemlich großen Zuwachs bekommen. Mhm. Viele Erstis sind dazugekommen. Insgesamt müssten wir jetzt, ich glaube, ich habe gestern in die WhatsApp-Gruppe geguckt, wir sind um die 80 fast. Mhm, okay. Und prinzipiell kann man sich uns so als kleine Firma innerhalb der Uni vorstellen, wobei dann eben wirklich alle Studenten sämtlicher Fakultäten, die wir an der Hochschule haben, mitwirken können und ihre Interesse an dem Team zeigen können. Okay. Fabian, vielleicht nochmal eine Frage an dich. Wenn jetzt das Auto hier so steht, auch wenn ihr jetzt an dem nicht aktiv mitgewirkt habt, aber wie lange dauert es denn von der Idee bis zu diesem Stadium? Das Ding ist ja vermutlich auch fahrbar oder war mal fahrbar. Und macht ihr das ganz alleine? Werdet ihr betreut? Wie verhält sich das tatsächlich? Also tatsächlich ist der hier erst vor einem halben Jahr gefahren. Und okay. Kann auch jederzeit wieder fahren, muss halt nochmal Öl wechseln und mal gucken, ob noch überall alles leckfrei ist. Aber alle Autos von uns, also zumindest jetzt Hector, Tim, sind noch fahrbar, die alten. Bei der Entwicklungszeit ist das sehr unterschiedlich. Die Verbrenner konnten relativ schnell entwickelt werden, da man da quasi auf Vorgängermodelle zurückgreifen konnte. Dann ist die Entwicklungszeit natürlich ein Jahr, maximal zwei Jahre, wenn quasi noch wirklich Optimierungen stattfinden. Jetzt sind wir umgestiegen auf E. Da ist es ja quasi eine völlig neue Welt, die sich öffnet. Da braucht die Entwicklungszeit mal länger. Da sind es halt mal zwei, drei, vier Jahre, bis da mal ein fahrbarer Bolide entsteht. Bolide heißen übrigens die Autos. Und wir haben von der Hochschule sehr starke Unterstützung. Also wir haben quasi zwei Faculty Advisor. Das ist einmal Professor Weidermann für alles, was Maschinenbau, für die Konstruktion, für die Getriebe, für alles, was dazugehört. Und dann haben wir noch einen Professor Rauchfuß. Der ist alles, was jetzt mehr e-technisch ist. Also Motor, Inverter, Ansteuerung von den ganzen Geschichten und auch die Aussignalauswertung. Und ist aber auch unterstützungsmäßig von Firmen. Tatsächlich haben wir auch, wir müssen uns Sponsoren suchen, das sieht man auch hier überall auf dem Auto, weil das doch eine relativ teure Geschichte ist. Und da bieten auch manche Firmen quasi als Sponsorleistung Wissen an, was erstmal nicht so ganz logisch klingt, aber doch uns enorm hilft. Zum Beispiel IAV helfen uns extrem beim Entwickeln oder sind gerade dabei, uns dahin zu helfen beim BMS entwickeln. Okay. Und das heißt aber auch, dass dieses ganze Auto, wie es jetzt hier steht, oder auch die neuen Boliden, dass das schon alles eure eigenen Entwicklungen sind, aber eben mit Unterstützung und Teilen und so. Aber das gibt es kein zweites Mal. Das gibt es auf keinesfalls ein zweites Mal. Jedes Auto ist, so wie es da steht, ein Unikat und man kann man schon sagen, eigentlich 100% von Studenten umgesetzt. Ihr habt, eine Frage an dich, ihr habt angesprochen, dass ihr damit auch international, national, international an Rennen teilnehmt. Fährst du dann oder wer fährt? Prinzipiell hat erstmal jeder die Chance zu fahren. Wir machen dann meist so, wir gehen dann entweder Go-Kart fahren, schauen dann, wer da der Beste ist. Vor uns habe ich hier, glaube ich, Dave gesehen, der müsste dort hinten irgendwo sitzen. Der ist unser Top-Fahrer bis jetzt und ist, denke ich mal, auch einer der Top-Kandidaten, der dann auf diesem Event dann fahren darf, meiner Meinung nach. Und an sich haben wir ja mehrere Kategorien, wo man fährt und das wird dann, je nachdem, wie sich die Leute in dem Go-Kart fahren,
wie sie im Kurkraftfahren abschneiden, dann entschieden. Okay. Dave, deine Nominierung, wenn du hier noch irgendwo bist, ist jetzt aufgezeichnet und bleibt für immer im Internet. Also du kannst dich darauf berufen, wenn das nochmal zur Diskussion kommen sollte. Habt ihr denn schon Erfolge verzeichnen können mit euren Boliden? In der Zeit, wo ich jetzt hier bin, das ist jetzt seit 2019 noch nicht. War ja auch Corona. Aber vor meiner Zeit sind wir als Beispiel mit der Cobra in Ungarn gewesen und haben dort den zweiten Platz belegt. Die Cobra ist der erste E-Bolide Andorra. Gewesen, richtig? Das ist der erste E. Also der erste E-Bolide und da wart ihr direkt, was, das habe ich jetzt nicht mitgeschnitten? Zweiter Platz in Andorra. Okay, sehr gut. Wollt ihr noch einen Aufruf loswerden? Ich denke mal, ihr sucht immer neue Leute. Fabian, vielleicht willst du noch mal aufrufen für unsere zukünftigen Studis zu Hause. Ich glaube, irgendeine von denen ist deine Kamera. Das ist deine Kamera. Ja, auf jeden Fall. Also wir suchen keine Experten. Auf keinen Fall. Wir suchen auf jeden Fall Leute, die einfach nur Lust haben und vor allem Interesse, irgendwas Großes mit umzusetzen. Ich meine, an einem so einem Auto sind jetzt aktuell wahrscheinlich 60 Leute wirklich stark involviert und das ist schon ein cooles Gefühl am Ende, in, wir nennen es immer, übermotorisierte Go-Karts drin zu sitzen, das Gas durchzudrücken und innerhalb von unter 4 Sekunden auf 100 km/h dort weggeschossen zu sein. Also habt keine Angst vor Ingenieur, vor Elektrotechnik, vor was auch immer. Mit genug Interesse kommt man auch als Team immer bei irgendeinem Ziel an. Und dabei kommt es meistens an. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich hätte es ja cool gefunden, wenn ihr mit dem Ding jetzt hier rausfahrt. Leider ist im Studio kein Kraftstoff erlaubt. Deswegen ist das Ding nicht fahrtauglich, weil der Kraftstoff abgelassen ist. Aber die Dinger sind fahrtauglich. Wer das mal sehen möchte, kommt vorbei, studiert bei uns. Wir haben auch auf dem YouTube-Kanal ein bisschen was zu TMM und zu den Boliden zusammengestellt. Also schaut es euch an. Und ich danke euch beiden, dass ihr da wart. Vielen Dank auch nochmal an Professor Kuhl und Arno Maschke für eure Zeit. Und hier geht es jetzt gleich weiter mit den nächsten Studiengängen, hauptsächlich im Bereich der Wirtschaft und des Managements. Vorher gönnen wir uns nochmal ein kleines Päuschen und genießen Musik von Christoph und Carsten. Und damit übergebe ich an euch. The crystal raindrops fall on the beauty of it all, and the sun comes shining to make the rainbow in my mind. And I think of you sometime. I wanna spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two. Just two of us, just two of us. Building castle in the sky, just two of us, even they. Time for tears, wedding water, all that is. And I don't make no flowers grow. Things might come, the dust and wait. Not for those that wait too late. I gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, just the two of us. Building castle in the sky, just the two of us. I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall. I've become the morning dew. A darling, when the morning come and I see the morning sun, I wanna be the one with.
just achievers. We can make it if we try, just achievers. Just two of us, just achievers. But in casa and the sky, just vielen Dank an Christoph und Carsten. Und hier geht es jetzt nahtlos weiter, nämlich mit der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen. Die Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen hat natürlich auch viele spannende Studiengänge und deshalb möchte ich jetzt auch direkt meine nächsten Gäste begrüßen. Herzlich willkommen an Professor Jörg Wehles, Professor Thoralf Gebel und die Studentin Lisa Viehweg. Herzlich willkommen. Bedienen Sie sich. Und dann kommen Sie gerne zu mir. Gerne zwei auf die Couch und einer auf die kleinere Couch. Bitte, Professor Wehles, genau. Ja, schön, dass auch Sie und du, Lisa, den Weg hier zu uns gefunden habt. Die Fakultät nennt sich, haben wir gerade schon gehört, Wirtschaftsingenieurwesen. Und Sie, Professor Gebel, sind Studiendekan von unseren zwei Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen. Was ist denn Wirtschaftsingenieurwesen? Jetzt habe ich das Wort viermal hintereinander gesagt. Jetzt sind Sie dran. Sie haben dort ein Mikro liegen, genau. Ja, also Wirtschaftsingenieurwesen ist eigentlich eine Verbindung, wo wir das Beste aus zwei Welten, sagen wir immer, zusammenbringen. Wir haben einerseits dort die Kompetenzen im Bereich Ingenieurwesen und natürlich dann das Ganze ergänzt durch den Bereich wirtschaftlicher Kompetenzen, also das, was man so kennt aus der klassischen Betriebswirtschaft. Und diese Kombination ist natürlich besonders geeignet für Studierende in dem Bereich, die sich damit dann also auch große Anwendungsfelder im Bereich der Wirtschaft erschließen, weil sie einerseits die technischen Kompetenzen haben, aber gleichzeitig auch wirtschaftliche Kenntnisse haben, die sie dann verbinden können und damit in vielen Problemfällen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, um das zu lösen. Okay, wir kommen gleich nochmal auf den Studiengang zurück. Jetzt haben wir erstmal den Begriff eingeordnet. Die Fakultät hat noch weitere Studiengänge. Sie, Professor Wehles, sind Studiendekan vom Bachelorstudiengang Nachhaltiges Immobilienmanagement. Das sind jetzt zwei große Begriffe. Immobilienmanagement hat man vielleicht so eine grobe Idee, aber was macht denn das Immobilienmanagement nachhaltig? Ja, also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, wir sind auch ein Wirtschaftsingenieurstudiengang. Ja. Ne? Wir heißen nur nicht Wirtschaftsingenieur und dann vielleicht die Spezialisierung Immobilienmanagement. Ja, den Studiengang an sich von der Historie gesehen, den gibt es schon eine ganze Weile. Seit 3 Jahren haben wir tatsächlich jetzt diesen Studiengang Nachhaltiges Immobilienmanagement. Wir haben aufgrund der wirtschaftlichen Lage, der Situation am Markt und wir haben auch eine neue Kollegin dazu bekommen, dann schon vor 4 Jahren, unser Profil nochmal geschärft. Das heißt, wir haben viele Teile, ca. 80% des alten Studienganges wieder übernommen und haben dann das ergänzt um das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung, so wie es der Markt letztendlich auch erfordert. Wir denken auch, dass die Studenten dann auch noch bessere Chancen am Arbeitsmarkt haben und die 3 Studiengänge, die wir jetzt haben oder Studienjahre, die wir jetzt haben, bestätigen das eigentlich auch. So, und das Thema Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde, ja. Hat ja viele Facetten. Schwerpunkte bei uns sind das Energiemanagement beispielsweise, das, was ich auch betreue, Gebäudetechnik als ein Part der Nachhaltigkeit und auch das ist ja ein aktuelles Thema. Machen wir es ganz konkret um unser Fernsehstudio ringsrum. Hier ist ja ein großes Gebäude, unser Medienzentrum jetzt in dem Fall, Zentrum für Medien und soziale Arbeit. Was macht man denn jetzt konkret an so einem Gebäude schon in der Planung und dann vielleicht auch im Betrieb des Gebäudes als Immobilienmanager, als nachhaltiger Immobilienmanager oder nachhaltige Immobilienmanagerin? Auch da gibt es viele Ansatzpunkte. Nur um kurz zu sagen, das Thema Baustoffe spielt eine Rolle. Welche Baustoffe werden verwendet? Was passiert mit den Baustoffen? Also wo werden sie abgebaut? Wo werden sie hergestellt? Mit wie viel Energie werden sie beispielsweise auch hergestellt? Was passiert danach, wenn das Gebäude mal irgendwann abgerissen wird? Also das hat ja was mit Nachhaltigkeit zu tun. Das dauert hoffentlich noch ein bisschen. Das hoffe ich auch. Genau, so alt ist das Gebäude ja noch nicht. Ja, und dann geht es auch darum,
welche Anforderungen hat der Nutzer letztendlich an das Gebäude? Auch die Nutzeranforderungen spielen eine große Rolle. Ja, und dann auch die Wirtschaftlichkeit spielt eine Rolle, ne? Also das heißt, zu welchen Kosten wird denn das Gebäude genutzt? Das Thema Energie hatte ich schon gesagt. Ja. Mit welchen Energien oder mit wie viel Energie wird denn das Gebäude auch beispielsweise beheizt? Gibt es dann bestimmte Steuerungen, dass man auch zu bestimmten Nachtzeiten, Wochenendzeiten auch die Energie dann eben so weit runterfährt oder die Wärmeversorgung dann so weit runterfährt? Ja, also da gibt es ganz, ganz viele Facetten bis hin zum Thema Reinigung. Wir haben ja hier auch einen großen Lichthof. Also das heißt, wie werden denn die Dachflächen beispielsweise gereinigt, also die Glasdachflächen? Wie kommt man da hin? Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesehen hat. Da gibt es ja tatsächlich Leute, die sich dann mit Seiltechnik hier abseilen, weil es eben schwierig ist, mit einer Hubbühne oder mit irgendeiner Technik ranzukommen. Also auch diese Dinge spielen eine Rolle, ne? Also das heißt, Wartungsprozesse, Reinigungsprozesse, all das. Also sehr, sehr vielfältig, facettenreich. Es ist also nicht damit getan, das Gebäude nett hier hinzustellen, sondern das Gebäude muss eigentlich permanent betreut, weiterentwickelt werden und es muss state of the art bleiben. Genau, okay. Richtig. Cool. Lisa, du bist Studentin in der Betriebswirtschaft, beziehungsweise richtig ist ja, du warst Studentin in der Betriebswirtschaft, du bist ja fertig und machst deinen Master bei uns. Ich würde aber gerne heute mit dir über die Betriebswirtschaft reden. Es gibt es ja so, vielleicht hört man ja öfter, Betriebswirtschaft studieren relativ viele. Warum war das für dich interessant und warum ist es bei dir am Ende mit weiter geworden? Mich sehr schnell in der Schule dazu entschieden, irgendwas in Richtung Wirtschaft zu machen, einfach weil das für mich immer mein Interessengebiet war, also alles, was so mit Märkten zu tun hat. Und dann habe ich mich schlussendlich für den Betrieb entschieden, einfach weil ich diesen Zusammenhang zwischen Betrieb und halt eben dem wirtschaftlichen Sein in Deutschland zum Beispiel super interessant finde. Und für Mitweider habe ich mich entschieden, weil ich bei ganz vielen Studieninfotagen war, zu ganz vielen Gesprächen und es für mich immer dieses Familiäre sein sollte in Mitweider halt zum Beispiel. Es war ein bisschen später geplant eigentlich, aber Lisa hat das jetzt so schön angesprochen. Das Familiäre in Mitweider, was mutmaßlicher da ist, haben wir heute ja schon mehrfach gehört. Wie hast du denn dein Studium hier so erlebt, dein Studienalltag? Wie sah für dich als Betriebswirtschaftsstudentin so ein klassischer Studientag hier aus? Also angefangen hat er meistens mit irgendeiner Vorlesung tatsächlich und am Ende vom Tag war immer irgendein Seminar dazu. Also es war nie so, dass wir nur die reine Theorie hatten, sondern wir hatten wirklich viel Praxis im Studium. Wir haben viel Anwendung gehabt und das ab dem ersten Semester und das war halt immer das Angenehme in Mitweider. Okay. Professor Gebel, wie sieht die Praxis Lisa hat es jetzt schon angesprochen, wie sieht denn die Praxis in einem Wirtschafts- oder Managementstudium oder Wirtschaftsingenieurwesen konkret aus im Studium? Von den einzelnen Modulen ab, die Studenten belegen. Aber ein Beispiel, um das heute zu geben, gerade heute Vormittag hatten wir Studenten bei uns, die haben jetzt über das Semester ein Projekt erarbeitet, ging es um einen Businessplan, die haben ein Geschäftsmodell erstellt, dazu Berechnungen gemacht und heute wurde das präsentiert und entsprechend auch dann diskutiert in der Gruppe dann. Und das ist also dieser Praxisbezug einerseits in den Seminaren, aber natürlich gleichzeitig auch haben wir viele Praxispartner, mit denen wir aktiv zusammenarbeiten. Das ist beispielsweise im Automobilbereich, haben wir in der Leipziger Ecke BMW und Porsche, wo wir dann teilweise auch die Gelegenheit haben, dort zur Exkursion hinzufahren, bis dahin, dass wir dann sogar auch Studenten haben, die dort das Praktikum absolvieren und ich habe dort auch schon Abschlussarbeiten betreuen dürfen, wo also dann auch unsere Studenten dort einen super Einstieg finden über eine Abschlussarbeit an einem praktischen Thema und da bereiten wir die halt im Studium darauf vor, dass sie dann solche Aufgaben übernehmen können und finden da aktuell auch viele Firmen, die dann gerne unsere Studenten als Praktikanten, als Werkstudenten einsetzen. Vielen Dank. Wir unterbrechen mal ganz kurz unseren Talk hier über die Management-Studiengänge bei uns an der Hochschule, denn ich würde euch gerne was zeigen oder wir würden euch gerne was zeigen. Wir reden den ganzen Tag schon über unsere Hochschule, über unseren Campus, über die Gebäude der Hochschule und über das Studium hier an sich. Und damit diejenigen von euch, die heute nicht hier waren und das Ganze wirklich von zu Hause angucken, mal einen kurzen Eindruck davon bekommen, wie es in Mitweider aussieht, wollen wir jetzt mal gemeinsam eine virtuelle Runde quasi über den Campus gehen und danach sehen wir uns hier mit Lisa, mit Professor Gebel und mit Professor Mehles gleich wieder. Also jetzt erstmal auf den Campus mit euch. Herzlich willkommen bei uns an der Hochschule Mitweider. Ich möchte dich mitnehmen auf eine kleine Runde über unseren Campus und dir dabei verschiedene Gebäude hier bei uns an der Hochschule zeigen. Und wir fangen auch direkt an in einem unserer neuesten Gebäude, dem Zentrum für Medien und soziale Arbeit. Hier drin lernen also Studierende aus zwei wichtigen Bereichen der Hochschule, unsere Sozialarbeiter und unsere Medienstudiengänge.
Wir haben hier drin alles. Ein Fernsehstudio, ein Radio, eine Druckerei, verschiedene Schnittplätze, ein Effektstudio. Also alles, was das Medienherz begehrt. Und was es sonst noch bei uns zu entdecken gibt, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. So, jetzt stehen wir vor unserem Hauptgebäude, Haus 1. Hier wirst du in deinem Studium vielleicht die ein oder andere Vorlesung oder das ein oder andere Seminar haben. Viel wichtiger sind aber die Ansprechpartner für dich, die hier im Haus ihre Büros haben. Wenn du dich für ein Studium interessierst, dann wendest du dich am besten direkt an mich. Wenn im Studium Fragen auftreten sollten, dann ist der Studierendenservice für dich da. Melde dich einfach bei deiner Betreuerin oder deinem Betreuer und werd alle deine Fragen zum Studium los. Wir alle sitzen hier im Haus 1 für dich. Und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter. Kommt mit. Ja, wir sind jetzt vor unserem Haus 5 angekommen, der Heimat unserer Ingenieure. Hier in dem Gebäude lernen also Maschinenbauer, unsere Elektrotechniker, unsere Mechatroniker und viele weitere Studis. Hier drin befinden sich also ganz viele Labore und Werkstätten für diesen Bereich, unter anderem ein Robotiklabor, ein 3D-Drucklabor, aber auch eine Trainingsfabrik. Das heißt, wir simulieren dort verschiedene Abläufe einer großen Fabrik im Kleinen nach, um das nachzuvollziehen können, um das ganze Verständnis dafür zu entwickeln. Und auch im Haus 5 befinden sich unsere beiden größten Hörsäle. Und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt nochmal an. Auf dem Weg dahin gucken wir nochmal bei unserem Rennwagen vorbei. Das heißt, wir haben ein studentisches Team, die gemeinsam Rennwagen konstruieren und damit international an Rennen teilnehmen. Und den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. So, und das ist das gute Stück, El Cobra. Das ist der aktuelle Elektrobolide von unserem Rennteam. Und genau, damit nehmen die internationalen an Rennen teil und den konstruieren die Studis neben dem Studium in unserem Projekt TMM, was so viel heißt wie Technikum Mittweida Motorsport. Und jetzt schauen wir in den Hörsaal. Das ist unser größter Hörsaal. Den gibt es zweimal so in der Form hier im Haus. Und ihr seht, das ist doch recht überschaubar. Hier passen knapp 200 Studis rein und größer wird es bei uns hier nicht. Das heißt, man lernt in wirklich kleinen Gruppen die jeweiligen Inhalte zu seinem Studiengang kennen. In der Vorlesung wird die Theorie vermittelt und im Praktikum geht man dann in die Labore und in die Werkstätten und macht das, was man theoretisch gelernt hat, praktisch in kleinen Gruppen gemeinsam nach der Vorlesung. Als Studierender muss ich natürlich auch irgendwo wohnen. Das ist meistens der erste Moment im Leben, wo ich von zu Hause ausziehe. Und eine Möglichkeit ist das Studentenwohnheim. Seht ihr hier hinten verschiedene Gebäude, die dort dazugehören. Und die meisten Zimmer bei uns sind heute Einzelapartments, das heißt ein eigenes Zimmer mit eigener Küche und einem kleinen Bad. Es gibt aber auch noch vereinzelt WGs. Und da kann sich also jeder das raussuchen, was ihm am besten gefällt. Für die Wohnheime bewirbt man sich bei unserem Studentenwerk, dem Studentenwerk Freiberg. Und wenn ihr Fragen oder Infos zu einem Wohnheimplatz möchtet, dann meldet euch gerne dort bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Studieren heißt natürlich nicht nur lernen, sondern studieren heißt natürlich auch feiern. In Mittweida geht das am besten in unserem Studentenclub.
Der wird von unseren Studis natürlich selbst betrieben in einem eigenen Verein. Dort kann man also unter der Woche abends hingehen und sein Bierchen trinken, mit Freunden treffen. Oder man geht in die Schwemme. Das ist unsere Studentenkneipe, die zu unserem Club dazugehört. Es gibt also genug Möglichkeiten hier in Mittweida, um abends einen Ausgleich zum Studium zu schaffen. So, als nächstes schauen wir uns unser Haus 6 an und müssen dazu mal auf die andere Seite von dem Gebäude hier gehen. Das ist schon Haus 6, was ihr hier seht. Aber von der anderen Seite sieht man das Ganze noch besser. Jawohl. So. Jetzt stehen wir vor Haus 6. Seht ihr hier hinter mir? Hier sind unter anderem unsere Informatiker zu Hause, aber auch unsere Ingenieure und unsere Wirtschaftswissenschaftler. In verschiedenen Laboren könnt ihr in den Bereichen der Softwareentwicklung und der IT-Sicherheit, aber auch in den Bereichen der Forensik oder des Wirtschaftsingenieurwesens lernen. Hier drüben seht ihr unser Haus 3. In dem sitzen unsere Elektrotechniker und auch unsere technischen Informatiker. Aber als Student kann ich nicht nur den ganzen Tag lernen, sondern ich muss auch was essen. Und deswegen schauen wir jetzt mal zur Mensa. So, und zu guter Letzt noch zwei sehr wichtige Gebäude. Mensa und Bibliothek. Momentan teilen sich die beiden bei uns noch ein Gebäude. Das heißt, ich hole mir mein Mittagessen und kann dann direkt weiter lernen. Wir bekommen aber bald eine große neue Bibliothek auf dem Campus, wo dann beide, Mensa und Bibliothek, ausreichend Platz für sich selber bekommen. Alles, was es hier in der Bibliothek als gedrucktes Buch gibt, gibt es natürlich auch als E-Book online zur Verfügung gestellt und natürlich noch viel, viel mehr. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer kleinen Campusführung angekommen. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, schaut im Web www.hs-mittweida.de. Dort findet ihr alle wichtigen Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Studiengängen. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gern bei mir. Bis bald. Ich hoffe, wir konnten ein Stück Campus zu euch nach Hause bringen. Und wenn ihr das Ganze dann mal live vor Ort sehen wollt, die nächste Möglichkeit dazu am 1. April zu unserem nächsten Studieninformationstag. Vor dem Campusrundgang sind wir stehen geblieben bei unseren Studiengängen der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen. Und da geht es jetzt auch direkt weiter. Professor Mehles, ich würde gerne noch mal auf das Thema Nachhaltigkeit zurückkommen, weil es eben, wie Sie schon gesagt haben, aktuell in aller Munde ist. Ist der Begriff denn so simpel, in Anführungsstrichen, wie man sich den vorstellt? Also heißt Nachhaltigkeit wirklich nur, wir müssen alles im Kontext Umweltverträglichkeit betrachten? Oder wie definieren wir bei uns und im Speziellen in Ihrem Studiengang den Begriff der Nachhaltigkeit? Ja, ich denke, so landläufig wird das so übersetzt, aber es gibt ja drei Säulen der Nachhaltigkeit, also die ökonomische, ökologische und die soziale Komponente. Und diese drei gilt es halt so miteinander zu verknüpfen. Und das versuchen wir auch im Studium, dass wir eben verschiedene Bereiche dann da ansprechen, die Auswirkungen auf diese einzelnen Bereiche dann auch untersuchen und den Studenten versuchen, Handwerkszeuge an die Hand zu geben, wo man dann auch die Komplexität dieser Nachhaltigkeit auch umzusetzen. Unser Studiengang ist ja generell am Lebenszyklus der Immobilie auch orientiert, das heißt von der Planung, Bau, Bewirtschaftung und dann eben die Umnutzung bzw. Abriss vielleicht auch eines Gebäudes, ne? Und diese drei Säulen der Nachhaltigkeit versuchen wir dann letztendlich auch in diesen vier Phasen der Immobilienwirtschaft oder des Immobilienlebenszyklus auch umzusetzen. Und das ist schon recht komplex und dann eben nicht nur mit Ökologie oder mit Umweltbewusstsein zu verknüpfen. Ja. Und wie machen wir das ganz konkret im Studium? Ich möchte jetzt so ein bisschen auf das Transferprojekt raus, was wir in jedem Semester haben. Also wie setzen die Studis das dann praktisch um? Also grundsätzlich versuchen wir sehr, sehr praxisnah mit den Studenten zu arbeiten. Wir haben einige Praxispartner, wo wir auch dann konkrete Projekte bekommen. Und das versuchen wir eben in den Transferprojekten auch zu machen. Mit der Umstellung des Studiengangs, das hatte ich vorhin ja schon gesagt, dass wir seit drei Jahren diesen Studiengang ein bisschen verändert haben, haben wir auch nach jedem oder am Ende des jeden Semesters ein Transferprojekt, wo wir eben auch dann speziell an praktischen Themen oder mit den Studenten arbeiten, die Studenten auch frühzeitig in die Praxis mit hineinbringen wollen.
wir sagen so landläufig, dann eben ins Arbeiten bringen, ins Laufen bringen. Das war vorher vielleicht nicht so der Fall, sondern da gab es dann die Module, man hat das in der Vorlesung gehört, vielleicht auch mal ein Praktika gehabt, aber mehr dann auch nicht. Und aber mit diesen Transferprojekten sind wir schon sehr, sehr nah an der Realität dran und eben auch dann in ganz verschiedenen Themenbereichen. Wir haben zum Beispiel Siemens als Praxispartner oder Kooperationspartner, wo wir dann eben auch hinfahren und dort die Immobilienabteilung angucken und dann speziell vielleicht aus der Sicht eines Industrieunternehmens die Immobilienbranche betrachten. Wir haben andere Praxispartner wie Handelsunternehmen, wie vielleicht auch ein Kaufland oder Lidl. Auch da sind natürlich Immobilien notwendig und wichtig. Ja, und der Einsatzbereich ist dann auch da noch vielfältig. Wir können dann letztendlich auch, die öffentliche Hand ist auch ein großer Immobilienbesitzer. Unsere Immobilien sind ja auch in der öffentlichen Hand. Also sehr, sehr breites Feld und das Thema Nachhaltigkeit dann dort überall unterzubringen, ist sehr komplex und nicht so einfach. Okay, vielen Dank, Professor Mehles. Professor Gebel, mit Blick auf die Uhr gleich zwei Fragen an Sie mit der Bitte, um in eine Antwort zu packen. Wir haben das Wirtschaftsingenieurwesen als Bachelor und als Diplom. Erstens, warum? Zweitens, wie unterscheiden sich die beiden? Und drittens, was mache ich denn mit dem Abschluss? Wo sind unsere Alumni, unsere Absolventinnen und Absolventen später tätig? Also der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen im Diplom ist eigentlich der traditionelle Studiengang, den wir schon viele Jahre hier mit weiter haben. Der ist sehr stark orientiert auf die Industrie und vor allen Dingen eben auch auf die Ingenieurausrichtung Maschinenbau. Wir haben jetzt den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor seit 2019 und dort haben wir also vor allen Dingen auch einen stärkeren Fokus auf IT-Themen gesetzt und das zeigt sich eben auch in den Vertiefungen. Der Unterschied an sich noch ist natürlich, dass der Bachelor ist halt in 6 Semestern, also nach 3 Jahren im Prinzip zum Abschluss führt er. Beim Diplom sind das halt 4 Jahre, also 8 Semester. Beide Studiengänge ermöglichen dann natürlich noch im Nachgang, sich zu vertiefen in einen Masterstudiengang, zum Beispiel eben bei uns Industrial Management, um dann vielleicht noch die eine oder andere Ausrichtung stärker auszuprägen. Zu den Beschäftigungsmöglichkeiten nach dem Studium, das hängt ein bisschen von den Vertiefungen ab, je nachdem, ob man jetzt stärker Richtung Wirtschaft oder eben doch stärker Richtung Engineering geht, ergeben sich dann Anwendungsfelder. Lassen Sie mich vielleicht an 2 Beispielen erläutern. Wir haben zum Beispiel im Bachelor die Vertiefung Vertrieb und das ist halt der Vorteil, dass der Wirtschaftsingenieur mit den Kenntnissen sowohl aus den wirtschaftlichen, ökonomischen Feldern, aber auch aus den technischen Feldern zum Beispiel im technischen Vertrieb arbeiten kann. Da geht es darum, beispielsweise für Firmen dann Vertriebsveranstaltungen oder Angebote zu schreiben, entsprechend auch natürlich dann vor allen Dingen Aufgaben im Projektmanagement wahrzunehmen, wo es beispielsweise im Maschinenbau darum geht, eben auch Konzepte für neue Projekte zu entwickeln, beziehungsweise dann beispielsweise auch, wenn es darum geht, Projekte, die am Laufen sind, zu kontrollen, also im Prinzip dann zu steuern und dort aus Finanzsicht, aber auch aus technischer Sicht zu überwachen, ob das Projekt im Rahmen läuft. Und im Bereich der IT-Themen haben wir diesen Vertiefungsbereich Data Science. Da geht es zum Beispiel in sehr spannenden Feldern darum, wie kann man bei Maschinen oder bei Prozessen Probleme frühzeitig erkennen. Das ist eine schöne Aufgabe für den Wirtschaftsingenieur, dass man also sagt, man schaut sich zum Beispiel Maschinenstörungen der letzten Jahre an und versucht zu ermitteln, kann man aus Maschinendaten solche Störungen vorhersagen, damit die Störung gar nicht erst auftritt. Weil so ein Anlagenausfall, Maschinenausfall, Produktionsausfall kostet viel Geld. Und wenn dann der Wirtschaftsingenieur sagen kann, wir können prognostizieren, Achtung, die Maschine wird vielleicht in 2 Tagen ausfallen, wir haben aber noch genügend Zeit zu reagieren, dann ist das sofort klar, dass das für die Firma ein Riesenvorteil ist. Und dazu braucht eben der Wirtschaftsingenieur die technischen Kenntnisse, die IT-Kenntnisse, aber eben auch die wirtschaftlichen Aspekte, um beispielsweise Kostenanalysen dort zu machen. Super, vielen Dank für die kompakte Antwort. Ich glaube, jetzt hat man einen ganz guten Eindruck davon, was alles möglich ist mit so einem Abschluss. Lisa, Abschlussfrage an dich. Professor Gebel hat den Master eben schon angesprochen, Industrial Management. Du hast dich nach deinem Betriebswirtschaftsstudium für diesen Master entschieden. Erstens, warum? Und zweitens, wo soll denn dein Weg dann vielleicht nach dem Master hingehen? Weißt du das schon? Also ich habe mich für den Industrial Management entschieden, weil ich ja in meinem Bachelor wirklich alle betriebswirtschaftlichen Bereiche schon kennengelernt habe und ich wollte im Master dann nochmal das bisschen erweitern sozusagen und mich hat vor allem gereizt, dass ich da nochmal an andere Disziplinen reingucken kann, sei es jetzt Energiemanagement oder halt eben auch die Biotechnologie, um halt einen großen Überblick über alle Prozesse zu bekommen und natürlich auch die Vertiefungsmöglichkeiten im Master dann sozusagen 1 aus 11 mir wählen zu können und halt mich wirklich nochmal zu spezifizieren für mein späteres Berufsleben. Wo es später so genau hingehen soll, weiß ich noch nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich in Richtung Projekt- und Prozessmanagement gehen möchte und das auch in meinem Berufsleben einfach ausleben möchte. Und auch im Master bietet sich ja dann durchaus noch die Möglichkeit,
seinen Weg zu finden und dann gucken, was man draus macht. Super, richtig. Vielen Dank. Wir haben euch ja die Interaktionsmöglichkeit gegeben, auch mit Blick auf die Uhr würde ich das gerne machen, aber eben nur eine Frage. Josie, haben wir denn was im Live-Chat? Ja, tatsächlich. Und zwar wird jetzt nochmal nach der Meinung von allen drei Gästen auf der Couch gefragt. Okay. Es hat nämlich jemand gefragt, was ist denn besser, der normale BWL-Bachelor oder Wirtschaftsingenieurswesen? Ja, das ist dann ja jetzt nochmal ein Kampf hier auf der Couch. Dann würde ich das Wort einfach einmal die Runde rumgeben. Professor Mehlis, wollen Sie was sagen? Ja, weiß ich nicht, ob ich da auch angesprochen bin. Also, ja, ich würde es einfach mal auch an Sie geben, das Wort. Ja, also wir sind ja, habe ich vorhin schon auch gesagt, ein Wirtschaftsingenieurstudiengang. Also wir haben die betriebswirtschaftliche Komponente und die technische Komponente und haben eben die Immobilie als Fokus, also eine Vertiefungsrichtung. Mhm. Und das, denke ich, ist auch sehr, sehr breit angelegt und da bietet sich viele Chancen. Also Professor Gehmann? Ja, ich denke, das hängt natürlich auch immer von den Fähigkeiten, auch von den Interessen der Studenten ab. Aber ich glaube eben, der Wirtschaftsingenieur ist einfach etwas breiter aufgestellt und eine gewisse technische Basiskompetenz. Lassen Sie mich an einem Beispiel erläutern. Der Wirtschaftsingenieur kann zum Beispiel eine technische Zeichnung problemlos lesen und kann dort auch Dinge erkennen. Das ist für den Betriebswirt, der jetzt mehr so auf die reinen Finanzaspekte und wirtschaftlichen Aspekte fokussiert hat, etwas schwieriger. Und insofern denke ich, der Wirtschaftsingenieur hat einfach breitere Anwendungsfelder, wenn man in der Industrie später arbeiten will. In anderen Bereichen ist der Betriebswirt, wenn man beispielsweise in Verwaltung oder sonstigen Themen sich später damit beschäftigen will, sicherlich geeigneter. Es hängt halt wirklich davon ab, ob man ein gewisses Faible für Technik hat. Aber was wir aktuell sehen, dass gerade die Leute, die gewisse technische Kompetenzen aufweisen, dass es denen auch teilweise leichter fällt und auch von der Bezahlung her die besseren Jobs dann zum Schluss winken. Okay, Lisa, dein Statement dazu? Also ich glaube, ich kann mich Professor Gebel nur anschließen, es kommt wirklich auf die reinen Interessen an. Was ich aber sagen kann, ist, wenn man so in Richtung Marketing, Personal gehen möchte, dann ist man in der Betriebswirtschaft einfach besser aufgehoben. Was aber auf jeden Fall sein sollte, dass man sich wirklich informiert darüber und dass man sich auch selber einfach nochmal reflektiert, was man wirklich möchte. Das war ein super Schlussstatement, dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen, außer dass es richtig und falsch sowieso nicht gibt bei der Studienwahl, sondern das ist eine individuelle Entscheidung von euch und es kann auch mal sein, dass man sich vielleicht im ersten Moment für das falsche Studium entschieden hat. Das ist gar kein Problem und gar kein Beinbruch, dann wechselt man halt nochmal. Schöner ist es natürlich, wenn wir euch vorher gut genug informiert und beraten haben, dass es gleich passt, aber auch ein Wechsel ist kein Problem. Vielen Dank an Sie drei, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns die Wirtschaftsstudiengänge hier bei uns vorzustellen. Bei uns geht es dann gleich weiter mit den Studiengängen der Fakultät Medien. Also da wollen wir mal ein bisschen mehr darüber sprechen, was denn heute hier eigentlich alles passiert ist. Vorher hören wir aber noch ein kleines bisschen Musik von Christoph und Carsten. Vielen Dank und jetzt seid ihr wieder dran. It's not a silly little moment. It's not the storm before the calm. This is a deep and dying forever. It's love that we've been working on. Can't see no holding like I want you, so I could feel you in my arms. Nobody's gotta come and save you. We pulled so many falls along. We're going down. You can see that too. We're going down. And you know that we've done, my dear. So dancing in a bird. I was the one you always dreamed of. You were the one I tried to draw. Now you say it's nothing to me. Just to help me, so leave me feeling dirty, 'cause I can't understand. We're going down, and you can see that too. We're going down, and you know that we've done much to you.
soul dancing in a bar. Go cry about it, why don't you? Go cry about it, why don't you? Go cry about it, why don't you? My dear, we're so dancing in a bar. Vielen Dank an Christoph und Carsten, unsere Musiker heute. Wir machen hier ja heute schon jetzt inzwischen über 2 Stunden und noch eine weitere Stunde, wir machen Live-Fernsehen. Und unsere Gäste hier im Studio, die sehen, was hier die ganze Zeit passiert und was hier die ganze Zeit wackelt und wie viele Kameras und so weiter hier im Einsatz sind. Ihr zu Hause seht das nicht, ihr kriegt nur das Endresultat. Wir wollen euch aber jetzt in der nächsten halben Stunde trotzdem mal ein bisschen zeigen, was unsere Medienstudierenden hier eigentlich machen und was es darüber hinaus noch gibt. Und deswegen geht es jetzt hier weiter mit der Fakultät Medien. Und dazu begrüße ich jetzt hier bei mir auf der Bühne Professor Christoph Amrhein, Professorin Ramona Kusche und eine Studentin, nämlich Jule Hackendahl. Herzlich willkommen. Und dann kommen Sie gern zu mir, Professorin Kusche. Bitte sehr. Genau. Schön, dass Sie und du, Jule, dass ihr euch die Zeit nehmt, um unsere Medienstudiengänge ein bisschen nach Hause zu transportieren. Professor Amrhein, erste Frage an Sie. Fakultät Medien ist der Name der Fakultät, aber da gehören ja einige Studiengänge dazu. Bevor wir uns das jetzt hier alles im Detail angucken, gerne mal ein kleiner Überblick, was heißt es, in Mittweida Medien zu studieren? Wir machen in erster Linie Medien, beschäftigen uns mit Produkten, mit Medienprodukten. Es gibt zwei Mutterschiffe, sage ich mal, Medienmanagement und Medientechnik, die sehr eng miteinander arbeiten, die in den Projekten eng miteinander arbeiten. Für diese Medienmanagement und Medientechnik gibt es dann die internationale Ausgabe noch dazu, das ist Global Communication, da wird Kollegin Kusche gleich noch was dazu sagen. Und dann am Ende kann man, wenn man einen Bachelor abgeschlossen hat, also es gibt Medienmanagement ist ein Bachelor of Science, bei Medientechnik und in Global Communication ist ein Bachelor of Science, genau, andersrum. Medienmanagement, genau. Bachelor of Arts. Und alle drei Studiengänge münden dann in einem gemeinsamen Master. Das heißt, auch wenn man sich am Anfang in der ersten Stufe spezialisiert auf eine Richtung, Medienmanagement, Medientechnik oder auch international, kann man dann obendrauf konsekutiv noch Media Management and Technology einen Master draufsetzen. Auch da wieder speziell mit Vertiefungsrichtungen nach seinem eigenen Gusto. Das heißt, wir bieten dort im Master auch Masterclasses an. Es kommen Dozenten aus der Medienpraxis, aus der Kommunikationspraxis von Agenturen mit nach Mittweida, die in Blogveranstaltungen, in Masterclasses dort Vertiefungen dann nochmal vornehmen. Und der Begriff Medien machen ist auch bei uns ganz groß. Wir haben ja jetzt auch bei vielen anderen Kollegen jetzt gehört, dass in der HAW, in der Hochschule für angewandte Wissenschaften, der Praxisbezug so elementar ist. Ich glaube, das ist bei unserem Begriff Medien machen, wie wir ihn verstehen, nochmal umso intensiver. Es gibt so den gängigen Spruch bei uns, mit weiter ist, was du draus machst. Wir wissen, dass wir jetzt keine Medienmetropole sind, aber wir sind ein Medienstandort, den es lohnt zu besuchen. Und das ist ähnlich auch so ein bisschen in Parallele zu anderen Medienstandorten, wenn man an die Filmakademie in Baden-Württemberg denkt, in Ludwigsburg. Es gibt so kleine Inseln der Kreativität und ich glaube, dass wir hier mit weiter auch so eine Insel sind, wo man sich trifft mit den anderen Medienmachern. Unsere Studierenden kommen aus der ganzen Republik. Es gründen sich hier auch
Produktionsfirmen, Produktionsgemeinschaften. Es gründen sich hier so kleine Kommunen, die etwas gemeinsam entwickeln. Das ist einerseits von uns als Lehrende auch angestoßen, aber es gibt auch immer wieder Parallelprojekte. Man muss ja auch so ein Wochenende noch bespielen in Mittweida. Wenn man jetzt zum Beispiel aus Hamburg oder aus Köln herkommt und hier ein Studium bestreitet, die 2,5 Jahre, dann kann man nicht jedes Wochenende nach Hause pendeln. Und deshalb gibt es nochmal so einen Impuls, dass man sagt, wir geben unseren Studierenden das Wissen auf diesem Weg mit. Und dann gibt es darüber hinaus, und das werden wir, glaube ich, auch nachher in so ein paar Filmeinspielern auch sehen, immer so ein paar Highlights, die uns als Dozenten auch dann wieder überraschen, wo wir sagen, guck mal, da haben sie wieder was gebastelt, da haben sie was entwickelt, da haben sie ein Format gemacht, da ist etwas entstanden parallel, was uns dann auch unheimlich Freude macht, weil das für uns als Lehrende auch dann so ein bisschen eine Bestätigung und ein Ansporn ist, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich glaube, zum Begriff Medienmetropole, da kommt es drauf an, wen man fragt, oder? Weil wenn man das hier heute live erlebt, ich weiß nicht, wie es unseren Zuschauerinnen und Zuschauern hier im Studio geht, das ist, glaube ich, schon wahnsinnig beeindruckend so für den ersten Eindruck. Ist das selbstverständlich, wenn man Medien studiert, was wir hier haben? Ja, wenn man Medien mit weiter studiert, ist das selbstverständlich. Das ist ganz zauberhaft hier. Wir haben hier wirklich gute Bedingungen. Wir haben die Bedingungen, die man später draußen in der Praxis auch vorfindet. Das ist aber, glaube ich, die Tradition, mit der wir auch damals, wir sind ja jetzt schon seit 1994 am Start mit dem Konzept, mit weiter Medien zu machen. Das heißt, wir machen das nicht erst seit gestern. Wir haben uns in den Inhalten natürlich auch den Zeiten mit angepasst. Als ich damals hierher kam, das war 2013, war so der Umbruch da, es gibt jetzt Plattformen. Da gab es noch kein TikTok und kein Insta und ich habe heute Mittag auf der Couch mit einer Studentin mein erstes Be Real gemacht. Mhm. Und das ist, jawohl, das ist natürlich so ein Element, wo wir als Hochschule uns auch mit verändern. Ja. Die Medienökonomie verändert sich, das heißt die Businessmodelle, wie Medien hergestellt werden, verändern sich, das Nutzungsverhalten ändert sich, es gibt die Streamingdienste heute, die mit den öffentlich-rechtlichen und Privatanbietern konkurrieren, aber auch all das wird hier heruntergebrochen, wird hier behandelt. Wir machen dann auch Podcasts, wir machen Live-Radio, wir machen Live-Fernsehen, wir haben ein eigenes Medienportal, wo die Studierenden Artikel schreiben, recherchieren. Und dann gibt es über das Jahr verteilt kleine Highlights, wo wir sagen, so, dass wir bei diesem Machen auch den Kontakt in die Branche, in die Medienbranche halten, dann schaffen wir uns Events, zu denen wir uns dann die Leute einladen. Und da gibt es ein Winter-Event und ein Sommer-Event. Da kommen wir gleich drauf. Kommen wir gleich zu. Soll ich jetzt noch nicht droppen? Nehmen wir noch nicht zu viel vorweg. Machen wir noch nicht zu viel. Aber dieses Konzept, dass wir uns dann die Medienbranche hierher mit einladen, ob das jetzt ein Konferenzformat ist, dass wir uns über Entwicklung und Innovation unterhalten, Disruption, wie verändern sich die Märkte, oder ob das ein Unterhaltungsformat ist, wie im Sommer, wo wir einfach sagen, wie verändern sich zum Beispiel auch wie Booking, Festivalgeschäft, Musikbranche, welche Impulse gibt es da? Und diese Veränderungen gehen wir parallel mit der Branche. Und so ein bisschen, wir wissen ja alle, dass wir Nachwuchs im Moment die Thematik haben, wo kommen die Menschen her, die auch in Zukunft Medien machen? Und diese Achse spielen wir, glaube ich, mit weiter ganz gut, dass wir die Inhalte, die wir lehren, mit der Branche gemeinsam entwickeln, sodass unsere Studierenden immer gerne gesehen werden nach dem Praktikum. Die kommen dann nicht mehr zurück, weil die haben ja einen Arbeitsvertrag eigentlich mit dem Praktikum in der Tasche. Okay. Vielen Dank, Professor Amrain, erstmal bis hierhin. Frau Professorin Kusche, ganz kurz, wir kommen dann gleich noch ausführlich auf den Studiengang, aber Professor Amrain hat es schon angesprochen. Global Communication and Business and Culture. Vielleicht können Sie so als kleines Schmankerl, bevor wir nachher ausführlicher drauf kommen, uns ganz kompakt zusammenfassen, was sich hinter diesem doch sehr langen Studiengangsnamen Komplexes oder vielleicht ja auch ganz Einfaches verbirgt. Ja, also der Professor Amrain hat es ja schon angeschnitten, das ist sozusagen der Studiengang mit der sehr internationalen Ausrichtung. Das ist der einzige Studiengang an der Hochschule Mittweida, der ein verpflichtendes Auslandssemester beinhaltet. Das heißt, unsere Studierenden gehen verpflichtend im vierten Semester ins Ausland.
studieren an einer unserer Partnerhochschulen und absolvieren idealerweise dann auch gleich in ihrem Ausland, in ihrem Land, wo sie sich aufhalten, ihr Pflichtpraktikum. Und es ist ein sehr interdisziplinärer Studiengang, der sich zusammensetzt aus Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften, aus Kulturwissenschaften und selbstverständlich aus Medien- und Medienwissenschaften, damit wir auch die Bedingungen, die es hier an der Fakultät Medien gibt, auch nutzen können und auch in Projekten mitarbeiten und auch selbst kleinere Projekte aufsetzen, wie wir ja dann auch noch eins kennenlernen werden. Und das ist so eigentlich die grobe kurze Zusammenfassung oder der Ausblick auf den Studiengang. Ja. Mhm. Gleich in wenigen Minuten dann mehr dazu und wir haben auch noch die Jule da, die uns von schon bereits angesprochenem Auslandssemester berichten wird im Studiengang Global Communication. Wir kommen aber jetzt, das soll euch ein bisschen Lust auf mehr machen, wir kommen jetzt nochmal zurück auf Medienmanagement, Medientechnik und Audio und Acoustical Engineering, die drei anderen Medienstudiengänge. Und ihr seht uns ja jetzt die ganze Zeit hier nur auf der Bühne, aber hier im Hintergrund sind ja ganz, ganz viele Studis am Machen, am Tun und einige sehen wir gar nicht. Wenn ihr mal die vier kurz nehmt und mal auf groß geht, ich verschwinde jetzt gleich in der nächsten Matz da hinten und wir treffen uns gleich an einem anderen Ort wieder. Was wir dann dort sehen, das werden wir gleich, werdet ihr dann gleich erfahren. Vorher, damit ich in Ruhe dorthin gehen kann, schauen wir uns eins von den angesprochenen Projekten an, um genau zu sein, das Medienforum. Wollen Sie einfach zwei Sätze noch dazu sagen, Professor Amrhein? Na, das ist dieser besagte Kongress, ja, der immer im November stattfindet, wo die Branche zu uns kommt, auf der Suche nach Talenten und auf der Suche nach Feedback, weil wir natürlich auch mit den Experten dann in die Interaktion treten. Wir sprechen hier auf dieser Bühne dann über die Veränderung des Marktes, wir tauschen uns aus und ich glaube, dieser Austausch ist das, was es ausmacht und das schauen wir uns jetzt gleich an. Das würde ich auch sagen. Wir schauen uns das jetzt an und sehen uns dann gleich hinten an einem anderen Ort wieder. Bis gleich. Herzlich willkommen zum Medienforum Mittweida 2021. Da stechen wir wirklich in einer ganz, ganz beeindruckenden Weise raus. Hallo Mittweida. Wir tauchen ein in die Welt der Medienbranche. Moin Moin hier aus Hamburg. Live from Los Angeles. Dieses Studiobild, was ihr da habt, ist wirklich sensationell. Das ist ganz toll. I'm very excited and thank you for organizing this wonderful conference. Hey, was ist eigentlich gerade los in der Medienlandschaft? Also es hat mich wirklich ergriffen. That is impossible in Kremlin. Und aktuell ist der Diskurs vergiftet. Alle schreiben sie für ihre Bubbles. Was sagt ihr dazu? Das ist eine ganz große Chance, die sich da auftut. Dann spreche ich auch vom Next Level. Und es geht wieder darum, mitzureden. Visualität zu schaffen, eine Identität zu kriegen. Wir können dann die Atmosphäre zum Knistern bringen. Richtig Spaß macht es dann halt, wenn man in kreativen Austausch geht. The most important is storytelling. The biggest media tech trends. Man kann es vielleicht sogar Hype nennen. ICVFX stands for in-camera visual effects. Huge displays, I mean, they are absolutely massive. Warum das grüne Produzieren für uns strategisch so wichtig ist. Das Grading hatte bei Blackout auch einen ganz großen Stellenwert. Wie habt ihr euch auf diesen Moment vorbereitet? Was würdest du sagen, ist so das Erfolgskriterium? Aber jetzt mal konkret. Haben Sie denn selber Angst? Hier gibt es die Talente, bei euch gibt es die Chancen. Ja, ist ja Mittweida quasi das Tor zur Arbeitswelt. Vielleicht sitzen wir nächstes Jahr auch in der Recruiting Lounge. Wir sehen uns im nächsten Jahr am 23. und 24. November 2022. Also das war schon faszinierend. So, ich habe mich jetzt auf die Rückseite unseres Studios bewegt quasi und bin jetzt in einem Raum, den Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer normalerweise überhaupt nicht zu Gesicht bekommen.
Mein Gesprächspartner ist jetzt Professor Mike Winkler, der starrt hier mit seinen Studis gemeinsam gespannt auf Pulte und Bildschirme. Professor Winkler, wo sind wir denn jetzt gerade? Ja, Max, erstmal hallo hier im Fernsehstudio, genau in der Fernsehregie. Also herzlich willkommen erstmal auch den Zuschauern, die uns jetzt zuschauen. Und ja, wir befinden uns in dem Raum, in dem Fernsehen produziert wird. Und die Studierenden, die wir jetzt gerade hier sehen, die sind alle Studenten aus dem 5. Semester, studieren Medienmanagement bzw. Media and Acoustical Engineering und arbeiten hier gemeinsam an einer Fernsehsendung. Und davon haben wir ganz viele in verschiedenen Genren. Und die Studierenden sind also im 4. und im 5. Semester hier und machen gemeinsam sozusagen. Nun sind das hier ja einige Studis, die hier sitzen. Braucht man die wirklich alle? Und wenn ja, was macht denn jeder Einzelne, der hier in diesem doch nicht so sehr großen Raum sitzt? Ja, fragen wir ganz einfach mal oder schauen wir ganz einfach mal rein. Es gibt also sehr viele Arbeitsplätze hier, wenn wir uns genau umschauen. Angefangen von der Bildtechnik, Fernsehregie, Bildmischung, Grafik und in der zweiten Reihe hinter uns sozusagen befindet sich die Aufzeichnung und die Fernsehtonmischung. Das heißt also, für den Fernsehton, für die Zuschauer gibt es eine eigene Tonmischung. Und vielleicht fragen wir einfach mal die Studenten selbst, was sie denn so an den einzelnen Plätzen machen. Ich würde jetzt mal Florian vielleicht mal fragen. Also ich bin dafür zuständig, Schwarzwert, das bedeutet, zu sehen sein sollen, das, was das Licht sozusagen nicht hinbekommt, das ziehe dann ich noch nach. Okay, schönen Dank, Florian. Also Florian, Media and Acoustical Engineering, 5. Semester und jetzt schauen wir mal bei der Regie rein. Medienmanagement, Spezialisierung Media Production und hier mal die Fernsehregie gefragt, den Laurin. Laurin, erzähl du mal, was machst denn du gerade hier? Ich bin mit Josie, mache hier Regie und zwar ist unsere Aufgabe zu gucken, dass die Kameras ihren Job gut machen und wir sind dafür verantwortlich, dass im Livestream das so schön aussieht, wie es aussieht. Wir haben uns quasi im Vorhinein überlegt, wie das Ganze aussehen kann, wie die Abläufe sind, was die Kameras tun sollen, haben das kommuniziert und jetzt sitzen wir hier und sagen unserem Kollegen Bildmischer, der hier neben uns sitzt, sagen, was wir sehen wollen und das ist das, was die Leute im Studio draußen dann betrachten können. Okay, vielen Dank. Also wir arbeiten momentan mit insgesamt 8 Kameras und die Aufgabe der Regie ist also die entsprechenden Kameras auszuwählen nach einem vorher geprobten Konzept und dann wird über den Studierenden, der an der Bildmischung sitzt, das entsprechende Bild ausgewählt und am Ende bauen wir daraus sozusagen aus den vielen Bildern unser Sendebild zusammen, was also unsere Zuschauer sehen können. Und werden die Studierenden gleich im ersten Semester hier an die Pulte gelassen oder wie entwickelt sich das Studium, um dann am Ende hier im 5. Semester so eine Show fahren zu dürfen und auch zu können vor allem? Ja, los geht's eigentlich im ersten Semester, im zweiten Semester mit den Grundlagen. Dann gibt es das Modul Fotografie, haben wir einen englischen Dozenten, der mit den Studierenden erstmal Fotografie macht. Also erstmal schauen, wie geht Bildgestaltung, wie kann man schöne Fotos bauen. Dann geht es weiter Filmen mit der DSLR-Kamera, also mit dem Fotoapparat quasi, das Filmen. Dann geht es zur Videokamera und im vierten Semester treffen sich dann die Medienmanager und die Techniker hier im Fernsehstudio und beginnen dann gemeinsam Sendungen zu produzieren und das wie gesagt im vierten und im fünften Semester. Das vierte Semester steht bei uns ganz im Zeichen von Musikproduktion, endet mit einem Musikfestival, dem Campusfestival, 2 Tage sozusagen Open-Air-Produktion auf dem Technikumplatz hier und mit weiter. Und das fünfte Semester steht im Zeichen unseres Medienforums. Professor Amrein hat es vorhin schon kurz angesprochen. Einem Medienkongress, der über 2 Tage geht, wo also wir hier viele Referenten aus der Medienwelt noch mit weiter einladen und wir die neuesten Technologien präsentiert kriegen. Vielen Dank, Professor Winkler. Ihr hört es zu Hause vermutlich nicht so genau, aber hier werden auch die ganze Zeit permanent kleine Anweisungen hin und her gegeben, welche Matz kommt als nächstes, also welchen Film spielen wir als nächstes ein. Und damit der Rest des Livestreams auch noch gut für euch läuft, will ich jetzt auch unsere Regie und unsere Studis hier weiter arbeiten lassen. Wir sehen uns gleich wieder nach einer nächsten Matz. Aber diesmal wiederum auf der ganz anderen Seite des Studiums. Was das dann sein wird, das klären wir danach. Und bis dahin sehen wir das Projekt, was Professor Winkler gerade schon angesprochen hat, nämlich das Campus Festival mit Weida, ein 2-tägiges Musikfestival, wo
die Hochschule und die ganze Stadt und auch die Umgebung hier nach Mittweida kommt zum Feiern. Unsere Medienstudis müssen zu dem Kongress leider arbeiten, zumindest mindestens immer einen Tag, und der Rest darf hier feiern. Und wie das aussieht und wie das auch in den letzten Jahren aussah, das seht ihr jetzt. Tell me where to drive and when I will arrive. I think I'm stuck here 9 to 5, alive between red lights. Hiermit ist offiziell das Campus Festival Mittweida 2022 eröffnet! Und ich sag 1, 2, 3, 4, ich bin gar nicht passiert. Und ich sag 5, 6, 7, 8, bin nie alleine in der Nacht. Ich sag 1, 2, 3, 4, ich bin gar nicht passiert. Ich sag 5, 6, 7, 8, bin alleine in der Nacht. Oh, 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 oh. Jawohl, mit weiter da hinten, alle Hände nach oben. Du fragst mich, wie's mir geht, und ich sag 1, 2, 3, 4, ich bin gar nicht passiert. Und ich sag 5, 6, 7, 8, bin nie alleine in der Nacht. Ich sag 1, 2, 3, 4, ich bin gar nicht passiert. Ich sag 5, 6, 7, 8, bin nie alleine in der Nacht. Und ich sag 1, 2, 3, 4, ich bin gar nicht passiert. Ich sag 5, 6, 7, 8, bin nie alleine in der Nacht. Ich sag 1, 2, 3, 4, ich bin gar nicht passiert. Ich sag 5, 6, 7, 8, bin nie alleine. Leute, wie sieht das aus? Können wir das nächste Level erklimmen? Prost, ihr Säcke! Ja, ich habe die Beine in die Hand genommen und bin jetzt quasi auf der komplett anderen Seite des Studios, einmal über unsere Bühne quasi, und sitze jetzt oder stehe jetzt eigentlich mitten im Publikumsraum, aber hier ist nicht nur Publikum, sondern hier ist auch noch ein Pult mit ganz vielen Lampen, das blinkert, und deswegen herzlich willkommen an Malte und an Robert. Wo bin ich denn jetzt hier oder wo steht ihr besser gesagt? Ja, wir stehen hier am FOH, das heißt, wir kümmern uns heute hier um den Ton im Saal. Was heißt FOH? Front of House. Genau, wir haben also quasi die Seite komplett gewechselt, die Regie ist Backstage und jetzt sind wir Frontstage mit bester Sicht und eigentlich auch immer dem Platz mit dem besten Klang, weil ihr mixt ja die ganze Sache hier. Wir haben hier ein großes Pult vor uns, das seht ihr jetzt zu Hause vielleicht nicht ganz so gut, aber was ist denn konkret eure Aufgabe mit den Reglern, mit den Knöpfen, und was für eine Rolle habt ihr innerhalb so einer Produktion? Unsere Rolle ist relativ simpel, und zwar müssen wir alle einkommenden Signale aus dem Studio, also Tonsignale, einfach nur mit dem Pult verarbeiten und auf die Lautsprecher wieder ausgeben, dass es gut klingt, dass man alles im Saal gut versteht und gut hört. Ja, das ist unsere Aufgabe, relativ simpel erklärt. Wenn wir jetzt unsere Produktion heute so annehmen, dann haben wir erstmal ein paar Mikros, ich habe so ein Headset, wir haben ein paar Handmikrofone, wir haben eine Band. Was gehört denn alles dazu in Vorbereitung so einer Show, bis wir live senden können? Was macht ihr alles? Naja, wir bauen die ganzen Mikrofone auf mit Mikrofonständern, verkabeln das. Das ist der größte Teil, einfach Kabel ziehen, anstecken und gucken dann, dass alles funktioniert und da rauskommt, wo es auch rauskommen soll. Mhm. Und wie geht ihr damit um, dass ich jetzt natürlich komplett anders spreche als du? Du sprichst anders als Jule, die uns gleich nachher ein bisschen was vom Auslandssemester erzählen wird. Also wann klingt denn der jeweilige Mensch gut? Nachher, wir haben quasi ein EQ, damit können wir quasi immer Frequenzen halt verstärken oder halt minimieren, je nachdem, und damit halt natürlich nach Erfahrungswerten zum einen, das lernen wir, aber zum anderen halt auch dann vor allem das Gehör ist wichtig, da rauszuhören, wie es halt dann gut klingt, in Anführungszeichen. Wofür steht EQ?
Das ist der Equalizer. Okay, nur für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, die das vielleicht noch nicht gehört haben. Nun ist es ja so, dass es ganz nett ist natürlich, wenn wir uns hier alle hören, wenn ich gehört werde, wenn ihr gehört werdet, aber wir müssen ja auch gesehen werden und deswegen hängen hier oben in der Studiodecke mehrere Lampen. Macht ihr das auch von hier oder wer ist dafür zuständig? Nee, das machen unsere Kompagnons in der Glaskiste hinter uns. Okay. Ja, die sitzen da oben, machen ihr ein Ding, aber eigentlich unter uns ist das kein wilder Sob. Das ist alles meistens Presets, die haben ihre 5 Knöpfe und fühlen sich ganz wichtig dann dabei rumzuklickern, aber naja, okay, doch, ein bisschen wichtiger sind sie doch, wie man sieht. Ja. Danke, danke Jungs und Mädels. Genau, also man hat es quasi gesehen, das ist schon eigentlich mit eines der Herzstück bei einer TV-Produktion, weil ohne Licht kann man nichts sehen. Ja. Und das sind auch eigentlich die Jungs, die meistens als erstes hier sind und als letztes wieder gehen. Nichts sehen ist blöd und nichts hören ist auch blöd, also beide Positionen sind, glaube ich, wichtig. Und das Licht winkt uns freudig zu und freut sich. Ist es denn jetzt hier genau, also könnten wir jetzt dieses Setup nehmen, rausgehen auf unseren Technikumplatz, wo das Campus-Festival stattfindet und ihr macht dort genau das Gleiche? Oder ist das im Studio hier was anderes als draußen? Also vor allem hier ist es schon ein bisschen spezieller, würde ich sagen, raumakustisch allein. Und zum anderen, ja, also ja, Mal, willst du was dazu sagen? Es ist ähnlich, aber das Campus Festival ist natürlich noch eine sehr größere Veranstaltung. Wir hatten mehrere Pulte dastehen und auch mit mehr Personal dann. Also es macht schon mehr Arbeit. Das könntet ihr nicht zu zweit bestreiten, so wie das hier heute. Okay. Nee. Dann fragen wir jetzt noch ganz kurz, bevor ich euch wieder in Ruhe lasse, an unser Saalpublikum. Habt ihr denn heute alles gut verstanden? Haben die ihren Job gut gemacht? Okay, dann vielen Dank an euch beide. Die Mikros nehme ich euch wieder mit. Noch viel Spaß für die letzte halbe Stunde, auf das wir alles noch gut hören. Und ich mache mich wieder runter auf dem Weg auf unsere Couch. Und dort kommen wir zum bereits angeteaserten Studiengang, Medienstudiengang, nämlich in dem Fall Global Communication and Business and Culture. Wir haben eben vor den kleinen Ausflügen schon gehört, was es im Wesentlichen damit auf sich hat. Und wir haben, oder Sie haben schon angekündigt, dass es ein festes Auslandssemester gibt, was fest vorgesehen ist. Bevor ich dazu komme, Jule, zu dir, möchte ich von Ihnen gern noch wissen, suchen sich die Studis das selber aus? Wie kommen die dahin? Nach welchen Kriterien kommt man am Ende dorthin, wo man landet? Ja, also das hängt wirklich von jeder Studentin, von jedem Studenten selber ab, wo er, sie seine Interessen hat. Im Laufe der ersten 3 Semester spezialisieren sich die Studierenden auf einen Kulturkreis, auf einen Kulturbereich. Das kann Asien sein, das kann Skandinavien sein, das kann Amerika, Nordamerika sein und bereiten sich, bis die ins Ausland gehen, schon vertiefter darauf vor. Und wir unterstützen die Studierenden dabei, bei der Wahl der richtigen Partnerhochschule, aber auch bei der Art der Finanzierung und auch welche Kurse sind die richtigen, die ich dann im Auslandssemester wähle, weil die Kurse dann natürlich auch im Studium anerkannt werden. Also das ist auch eine Besonderheit bei diesem verpflichtenden Auslandssemester. Die Kurse, die ich an der Partnerhochschule belege, gehen dann als mit den Noten, die sie dort machen, wieder in das Studium hier mit weiter ein. Okay. Und Jule, jetzt will ich immer nur über dich, nicht über dich reden, sondern jetzt möchte ich mit dir reden. Schön, dass du dir auch die Zeit nimmst heute, uns ein bisschen was zu erklären. Du bist Studentin bzw. Absolventin des Studiengangs Global Communication, Business and Culture. Bevor wir zu deinem Auslandssemester kommen, auch an dich die Frage, warum dieser Studiengang und warum mit weiter? Um ehrlich zu sein, bin ich hierher gekommen auch zu einem Informationstag, um mir den Studiengang Medienmanagement näher anzugucken und habe dann auf der Broschüre gelesen Global Communication in Business and Culture und ich bin davor schon sehr viel gereist und dann hat das einfach mein Interesse geweckt. Dann bin ich zu der Infoveranstaltung gegangen und dann war das für mich eigentlich relativ klar, dass das der Studiengang ist, den ich machen möchte. Okay. Lass uns drüber sprechen, über deine Auslandserfahrung. Ihr seid im 4. Semester, haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen, alle im Ausland und du hast uns dazu ein bisschen was mitgebracht. Erstmal schauen wir uns den Blog mal gemeinsam an, wenn uns das die Regie mal zeigt, davon sehen wir es schon. Und ich würde dich jetzt einfach mal bitten, uns zu erzählen, was wir dort sehen, was du für Erfahrungen gemacht hast, was du erlebt hast. Also vielleicht erstmal, warum wir den Blog entworfen haben. Das war Part unseres Studiums im 5. Semester Projektmanagement. Haben wir ein eigenes Projekt quasi ins Leben gerufen, Foreign Worlds. Und dazu hat jeder Studierende einen Blogbeitrag entworfen, wo wir über unsere Fremdheitserfahrung gesprochen haben. Und mein Blogbeitrag hierzu war dann Zwischen den Welten.
Und da habe ich über meine Erfahrungen in Kanada gesprochen und wie ich quasi zwischen den Welten stand, als ich in Kanada angekommen bin. Okay. Professorin Kuschel, kurze Zwischenfrage an Sie. Foreign Worlds als Projekt. Hat das jetzt Jules Jahrgang konkret entwickelt? Ist das ein dauerhaftes Projekt? Also was haben die Studis für Möglichkeiten, das auch selber dann zu entwickeln oder weiterzuentwickeln im Studium? Ja, das ist ein festes Projekt im fünften Semester und wird von jedem Jahrgang an den nächsten sozusagen vererbt. Mhm. Und der Sinn und Zweck dieses Foreign Worlds Projekt ist es, dass wir, wenn die Studierenden aus dem Ausland zurückkommen, mit den wertvollen Erfahrungen, die sie machen, natürlich etwas anfangen wollen. Und dass sie auch die Fähigkeiten, die sie im Laufe des Studiums im Bereich der Medienmodule auch sich angeeignet haben, nutzen können und miteinander verknüpfen können. Und da ist einerseits, dass die über ihre Fremdheitserfahrungen sprechen, aber andererseits auch komplizierte Begriffe über Erklärfilme für ein breites Publikum erklären. Das ist in diesem Jahr das Wort Stereotype, das sie aufbereiten. Und jeder Jahrgang findet einen eigenen Schwerpunkt und das gipfelt in einem kleinen Event, wo die Studierenden am Ende des fünften Semesters das präsentieren, was sie, eine kleine Show vielleicht, wenn man so will, was die Studierenden präsentieren, was sie da alles so geschaffen haben. Und das ist das Besondere daran. Okay. Jule, wir kommen zurück zu deinem Projekt beziehungsweise zu deinem Auslandsaufenthalt. Erklär uns gern noch ein bisschen, was wir dort sehen und was war denn zwischen den Welten? Du kannst einfach sagen, wenn wir irgendwo hinscrollen sollen, das macht die Regie für dich. Also nimm uns gern noch ein bisschen mit und lass uns vor allem an diesen einmaligen Erfahrungen, die du gemacht hast, teilhaben. Also das Bild ist jetzt schon beim Reisen entstanden. Ich habe 4 Monate lang studiert in Kanada und danach bin ich noch mit den Freunden, die ich da gemacht habe, dann 1 Monat lang gereist durch BC. Das entstand jetzt quasi auf der Durchreise. Und wenn wir ein wenig runterscrollen, werden wir sehen, dass wir durch verschiedene Medien einen Blogbeitrag erstellen sollten. Ich habe verschiedenste Bilder eingefügt. Ich habe verschiedene Sprachnachrichten an die Leserinnen hinterlassen, damit sie mir zuhören können, wie ich quasi in Kanada angekommen bin und dann meine Erfahrungen gemacht habe. Mein Blogbeitrag geht dabei darum, dass ich eine Vielfalt an Menschen kennengelernt habe und an keinem anderen Ort der Welt, obwohl ich schon in vielen Ländern war, so viele verschiedene Kulturen kennenlernen durfte wie in Kanada. Okay. Gibt es noch irgendwas Spezielles, was du uns zeigen möchtest auf der Seite? Ich muss sagen, dass das eine sehr individuelle Ansicht wahrscheinlich ist, wenn man sich die Webseite anguckt, weswegen ich empfehlen würde, dass man sich die Foreign Worlds Website im Ganzen angucken kann und dann lieber persönlich nochmal durch jeden einzelnen Blogbeitrag klicken kann, da das schon eine Flut an Informationen ist. Deswegen glaube ich nicht, dass wir jetzt speziell was direkt angucken könnten. Vielleicht könnte man das Video beginnen, falls das mit einbegriffen ist. Aber sicherlich, vielleicht nicht betonen, das weiß ich jetzt nicht, aber wo ist denn das Video? Das wäre ganz am Ende meines Blogbeitrags. Ganz unten einmal bitte auf die Seite. Ah ja, da rechts ist es doch, genau. Klick doch gerne mal drauf und du kannst gerne noch ein bisschen Ton dazu, auf der Tonspur ein bisschen was dazu zu erzählen oder Sie, Professorin Kusche, weil wir jetzt, glaube ich, keinen Ton haben dazu. Was sehen wir? Also da habe ich quasi meine ganzen Erfahrungen zusammengefasst nochmal, die ganzen Bilder. Ich wollte damit auch einen Anreiz stellen, dass man quasi die Work-Life-Balance sehr ausgeglichen gestalten kann in Kanada und dass man neben dem Studium sehr viel persönlich noch wachsen kann und kennenlernen kann quasi. Sehr cool. Vielleicht können wir ja auch die Website in den Chat schreiben. Ja, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch draufklicken können. Bin ich mir sicher, dass das schon passiert ist. Ansonsten auch einfach über die Hochschulwebsite. Da habt ihr unten ganz viele studentische Projekte aufgeführt, wo ihr auch Foreign Worlds findet. Wir posten den Link nochmal in den Chat. Und wir genießen die Bilder noch ein bisschen. Lasst die ruhig noch ein bisschen stehen. Aber dabei schon mal die Frage an Josie. Der Chat muss doch eskalieren, oder? Also wir haben garantiert Fragen. Wir haben tatsächlich sehr viele Fragen. Ja, da gab es eine konkrete direkt zu Global Communication. Deshalb würde ich da mal ansetzen. Und zwar wurde gefragt, wie viele Studierende gibt es denn durchschnittlich bei Ihnen im Studiengang? Durchschnittlich 35 ungefähr, so plus minus. Also immer 2 kleine oder eine große Seminargruppe, wenn man so will. Vielleicht können wir da gleich anschließen. Wie viele gibt es denn bei den anderen Studiengängen in der Fakultät? Professor Amrain, wollen Sie das einordnen? Medienmanagement ist unser stärkster Studiengang. Da sind wir bei 100, wobei da auch natürlich ein Numerus Clausus draufhängt, man sich bewerben muss.
Medientechnik haben wir letztes Jahr wieder angefangen, hat uns sehr überrascht, sind wir sehr stark mit 60 gestartet. Ich gehe schwer davon aus, dass auch in diesem Jahr dort sehr zeitnah ein, naja, so eine Art von Verfahren dann folgen wird, wo wir sagen müssen, wir können diesen Ansturm nur bewältigen, indem wir eine Auslese machen. Das heißt, und beim Master, das sind wir noch ein bisschen offener, das sind wir, glaube ich, so bei 35, 40. Mhm. Das ist aber auch ein Angebot, wo wir an unsere eigenen Studierenden das Angebot machen, sich weiter zu qualifizieren. Und da ist so die Mischung halbe-halbe. Das heißt, konsekutiv Studierendes aus den genannten Bachelor-Studiengängen die Hälfte und dann kommen so 20 noch von außerhalb, die dort auch mit einsteigen. Wir kommen gleich kurz vor Ende der Sendung nochmal zum Thema Bewerben und NC. Da ordne ich das auch gerne für euch zu Hause nochmal ein Stück weit ein, was das jetzt konkret für unsere Hochschule bedeutet. Josi, eine Frage gerne noch. Ich habe eine ziemlich lange, die würde ich in zwei aufsplitten. Ja, okay. Das ist in Ordnung. Ja, bitte. Ich mache das einfach schlau hier. Also, und zwar wurde jetzt gefragt, es gibt ein bisschen Verwirrung. Was ist genau der Unterschied zwischen Medientechnik, Medienmanagement und Audio and Acoustical Engineering? Professor Amrein, da müssen Sie ran. Muss ich wohl, ja. Medientechnik, damit hat alles angefangen. Das war 1994 der erste Medienstudiengang hier in Mittweida. Grundsätzlich Medienmanagement, Medientechnik, das sind die beiden Partnerstudiengänge, die jetzt sehr parallel miteinander auch die Produktion hier zum Beispiel im Studio machen werden, jetzt auch in Zukunft. Früher gab es Media Acoustical Engineering, was ich jetzt vertieft hat auf Audio Acoustical Engineering. Das heißt, wir haben bei diesem MAE-Studiengang, das ist unser Ingenieursstudiengang, das ist ein Bachelor of Engineering. Dort werden jetzt in Zukunft verstärkt Ingenieursinhalte noch stärker gewichtet werden. Das heißt, wir werden ein bisschen weniger Medien machen und ein bisschen mehr Ingenieursinhalte bauen. Und es gibt eine sehr attraktive Vertiefung in dieser Audio Acoustical Engineering Studienrichtung, weil man da mit einem Kollegen sehr intensiv, der auch international super vernetzt ist, in die akustische Entwicklung von Räumen, da macht ganz viel auch mit der Autoindustrie, wie klingt eine zuklappende Tür, wie dämmt man, der hat auch so ein Probemittel, wo oben bei uns im Flur immer mit schlagenden Hämmern den Trittschall erforscht. Da kann dann zwar keiner von uns mit einem Zoom-Meeting teilnehmen, aber die Frequenzen werden im Haus gemessen. Ja. Also das Ingenieurswesen wird bei Audio Acoustical Engineering im Vordergrund stehen und die überschneiden sich jetzt eigentlich nicht wirklich. Mhm. Medientechnik, Medienmanagement, das sind die Inhalte und die Medientechnologien Hand in Hand. Acoustical Audio Engineering ist das Ingenieurswesen und Global Communication ist das internationale Pendant zu unseren Medieninhalten, wo natürlich auch ein bisschen mehr Campaigning, Marketing, PR im Vordergrund steht. Wir aus den Medienstudiengängen sind im Kern erstmal in der Entwicklung von Content, ist unser Thema. Das heißt, wir beginnen alle auch journalistisch, dass wir sagen, Content wird erstmal entwickelt, es gibt Konzepte dazu und dann überlegen wir, auf welche Plattform, mit welchem Storytelling, Narration ist ein ganz großes Thema, wie bauen wir Dramaturgie auf und die Gestaltung und das Look and Feel, wie wir es nennen, zum Beispiel von solchen Veranstaltungen oder auch von anderen Events, das ist dann die Thematik in Medienmanagement und Medientechnik. Ich hoffe, wir konnten das. Ich denke schon, dass das beantwortet ist. Josi, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt schon beide Fragenteile zusammen waren. Wenn nicht, nehme ich dir den zweiten Teil jetzt aber weg aus Zeitgründen. Das beantworten wir euch gerne im Chat zu Hause. Das ist also gar kein Problem. Wir haben nämlich noch ein kleines bisschen was vor uns. Erstmal vielen Dank an Sie und euch drei für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und bevor wir mit unserem letzten, noch etwas allgemeineren Themenblock rund ums Thema Bewerben und Studieren mit weiter starten, gucken wir uns noch ein kleines Filmchen an. Das ist ein Imagefilm über Mittweida, über unsere Hochschulstadt, der ist aber nicht ganz ernst gemeint. Und Professor Amrein, mit zwei Sätzen zusammengefasst, was sehen wir dort, wie ist das entstanden und warum ist es, wie es ist? Es ist, wie es ist, weil es ein Umgang mit Content war. Eine Persiflage hat ja immer auch Impulse. Wir haben uns sehr viel im Semester über Imagefilm unterhalten, über Corporate Video. Und natürlich finden dann so Inhalte auch wieder eine persiflierende Anwendung. Und wir machen als Abschlussprojekt mit den Vertiefungsrichtungen Journalism und Production und den Technikern zusammen eine Midnight Show, die jetzt hier auch in zwei Wochen live über die Bühne gehen wird. Und das war ein liebevoller Umgang der Studierenden mit ihrer Stadt. Mehr Vorrede soll es nicht sein. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an.
Der Imagefilm über die Hochschulstadt Mittweida und danach sehen wir uns an gleicher Stelle wieder. Ey Leute, habt ihr meine Mail nicht bekommen? Das Hotel braucht unbedingt einen Imagefilmer mit weiter. Tja, und da standen wir nun. Mit einem Imagefilm über eine Stadt ohne Image. Tja, und das alles in nur 2 Wochen. Was braucht man für so einen richtig geilen Imagefilm? Eine geile Stadt? Haben wir nicht. Ja, also mussten wir uns irgendwas überlegen. Aus unserer Not heraus haben wir dann einfach ein bisschen stibitzt, würde ich mal sagen. Ingolstadt, du Perle an der. Wie man das eben so macht in der Medienbranche. Ob die großen Bekannten. Es wurden quasi alle Imagefilme, die so auf dem Markt existieren, nicht nur angeschaut, sondern regelrecht analysiert. Naja, schon eher kopiert, oder? Ach. Ist halt alles irgendwie derselbe pseudo-emotionale Scheiß. Auf jeden Fall brauchen wir richtig geile Schnittbilder und krasse Fahrten. Und los. Mit astreinen Kameraeinstellungen. Und Slow-Mo. Sorry. Für einen guten Imagefilm, da brauchen wir die Gesichter der Stadt. Wir brauchen eine reiche Studentin, ein Kind, weil Kinder ziehen immer, und den Durchschnittsbürger aus Mittweida. Ja, lass die Fahne mal lieber weg. Ganz so schlimm ist es ja auch nicht. Mittweida hat ja seine diversen Seiten. Ach ja, stimmt. Da haben wir ja... Ja, Aushängeschild von Mittweida sind natürlich auch die ganzen Gangster-Kids. Ja, Skateboards, ihre 1000-Dollar-Hype-Beast-Outfits und am Supermarkt chillen. Ja, da wir Mittweidas Diversität jetzt komplett abgebildet hatten, wollten wir natürlich noch die Hotspots dieser Metropole zeigen. Und damit es nicht allzu kulturell und langweilig wirkt, haben wir uns dann noch einen ziemlich geilen Eyecatcher besorgt, nämlich einen Typ, der übelst krasse Moves drauf hat. Ach, ich weiß nicht, irgendwie ist es alles noch ein bisschen lame. Ja. Drohnenshots! Ach, wir haben doch gar keine Drohne mehr. Ah ja, ich weiß noch beim letzten Mal. Ja, sowas können wir uns auf gar keinen Fall nochmal leisten. Ich hab da so eine Idee. Hallo. Ah, es funktioniert. Ja, dann haben wir es doch. Und es wäre ja auch nicht der geilste Imagefilm, wenn da nicht ein völlig austauschbarer Sprechertext drüber gesappelt werden würde. Mittweida. Den man irgendwie auf jede x-beliebige Stadt anwenden könnte. Noch so ein bisschen emotionale YouTube-Musik raufgeklatscht und zack, das Meisterwerk war vollendet. Film ab. Mittweida, du Perle an der Zschopau. Große Kreisstadt auf dem Papier, Kleinstadt in den Herzen. Du bist zu Recht hochberühmt und viel bereist. Glücklich ist der, der hier geboren wurde. Aber glücklich auch die, die dich als zweite Heimat wählten. Ich wurde aber hier geboren. Oh, naja. Du hast so schöne Ecken, ob die großen Bekannten oder die kleinen Versteckten. Du bist eine grüne Stadt. Eine Stadt mit Architektur. Mittweida, du tanzt. Nicht nur eine Gemeinde, sondern ein immer größer werdender Freundeskreis. Mittweida, du bist ein Dorf. Du bist der Ort, an dem man etwas schaffen kann. Bei dir fühlt man sich frei und grenzenlos. Du wunderschöner Fleck Erde mit deinen Gegensätzen. Du bist so schön unperfekt. Wie ich. Ich bin nicht King dieser Stadt, aber Kind dieser Stadt. Vor allem bin ich Fan dieser Stadt und Teil der lautesten Gang dieser Stadt. An dir ist alles Gold, was glänzt.
Deine sächsische Tradition kann man spüren mit jedem Detail. Weil sich Heimat hier noch wie früher anfühlt. Bei uns gibt es vielleicht nicht die meisten Partys, aber dafür die besten. Denn es sind unsere Partys. Mit Weida, du bist du und auch sie. Und sogar die hier. Mit Weida, du bist der Ort, der so vieles verbindet. Mit Weida, hier gehören wir hin. Ach ja. Ey Leute, denkt ihr aber bitte dran, dass das Hotel noch im Imagefilm vorkommt. Ach ja. Das ist unser Hotel. Ja, willkommen zurück im Studio. Natürlich war in diesem Imagefilm jetzt der ein oder andere Insider versteckt. Wenn ihr den entschlüsseln wollt oder die besagten Ecken live erleben wollt, dann kommt im April zum Studieninformationstag oder noch besser, fangt bei uns an zu studieren. Und um das Thema soll es jetzt als allerletztes gehen in den letzten wenigen Minuten. Wie funktioniert eigentlich Studieren? Ihr habt in den letzten dreiviertel Stunden so viel über unsere Studiengänge, über die Praxis und über unsere Hochschule gehört, dass ich euch eigentlich nur noch einige wenige Botschaften zum Schluss mit auf den Weg geben will. Fragen, die wir uns jetzt einfach bei den Studiengängen gespart haben und die jetzt am Ende natürlich geklärt werden sollen. Ich habe euch dazu ein bisschen was mitgebracht, was ich euch noch zeigen möchte. Einige Bilder aus unseren Studiengängen, zu denen ich eigentlich nichts weiter sagen muss, außer, dass ihr Praxis bei uns im Studium macht und das hier auch wieder hinter mir dann vielleicht gleich seht. Und die Begrifflichkeiten, die darunter stehen, die umfassen quasi unser gesamtes Studienangebot. Gleich weiter. Die umfassen quasi unser gesamtes Studienangebot auf wenige Schlagworte zusammengefasst. Und das Besondere dabei ist, dass jeder Studiengang nicht nur einen dieser Begriffe definiert, sondern ganz viele verschiedene Disziplinen in den Studiengängen zusammenkommen, was ihr gerade gesehen habt, was ihr hier gerade in den letzten drei Stunden gesehen habt. Das erste Bild haben wir heute gleich als erstes gesehen, unser Fahrsimulator im Studiengang Medieninformatik. Gleich daneben ein Bild aus dem Bereich Maschinenbau, digitale Produktentwicklung. Diese Skulptur wird mittels eines Sensors gescannt und kann dann als 3D-Modell ganz oft dupliziert werden. Daneben unsere Biotechnologie hatten wir auch vor einigen Stunden heute im Programm. Und das Bild ganz rechts, das ist quasi hier in unserem Medienzentrum im Rahmen des angesprochenen Medienforums. Also Praxis steht bei uns an erster Stelle. Das habt ihr verinnerlicht. Wir haben euch mit weiter gezeigt. Und jetzt kommen wir zu den Rahmenbedingungen, die eben ums Studium dazu oder drumherum gehören, nämlich das Studierendenleben. Nächste Folie. Einige Bilder dazu zum Einstieg. Mit Weida habt ihr schon kennengelernt, beziehungsweise den Campus. Ist eine Kleinstadt in Mittelsachsen. 15.000 Einwohner, davon 7.000 Studis. Das ist der höchste Anteil in ganz Deutschland. Und ganz oben links seht ihr quasi unseren Marktplatz. Da unten drunter zwei unserer studentischen Projekte. Eins haben wir euch heute vorgestellt, nämlich das Technikum mit Weida Motorsport. Da drunter unsere Hochschulbühne am Schwanenteich, die mit Weida einmal im Jahr in die Theater- oder Musical-Hauptstadt Deutschlands verwandelt, hier im Fernsehstudio. Das Bild oben in der Mitte, das ist ganz interessant. Vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber der Inhalt dahinter. Denn das Studium ist ja auch meistens der erste Moment, wo man von zu Hause auszieht. Und eine Möglichkeit unterzukommen ist das Wohnheim. Auf so einen Wohnheimplatz muss man sich bewerben und das macht man beim jeweiligen Studentenwerk, was zur jeweiligen Hochschule dazu gehört. In unserem Fall dem Studentenwerk Freiberg. Natürlich haben wir aber leider nicht für jeden und jede neue Studierende einen Wohnheimplatz, aber insgesamt ist der Wohnungsmarkt in Mittweida trotzdem entspannt und vor allem bezahlbar. Und das wird in Zukunft nicht weniger wichtig. Ihr seid hier mit einer durchschnittlichen Miete monatlich ab 200 € bis 300 € gut dabei. Das Bild unten rechts, das ist unser Campus-Festival, haben wir ganz viel zu gehört. Und oben rechts das Bild, das ist unsere feierliche Exmatrikulation. Und das ist nochmal ein neuer Begriff hier ganz zum Schluss. Die Aufnahme in das Studium, das nennt man Immatrikulation, die Einschreibung. Und der Rausschmiss ist die Exmatrikulation. Und wenn man das Studium erfolgreich bestanden hat, dann machen wir auch die Exmatrikulation besonders feierlich. Das ist eine große Zeremonie bei uns immer in der Stadtkirche, weil es der größte Raum in Mittweida ist. Und es ist ein bisschen wie im Film. Also jeder wird einzeln namentlich aufgerufen, jeder bekommt seinen Hut aufgesetzt und am Ende werfen alle gemeinsam vor unserem Hauptgebäude, was eben im Imagefilm das Hotel war,
die Hüte in die Luft und genießen einen schönen Nachmittag gemeinsam hier in Mittweida. Nächste Folie. Und das klingt alles besonders gut, aber das klingt irgendwie auch teuer. Ist es nicht. Das ist das Gute. Studieren, staatlich studieren in Sachsen ist kostenfrei. Ihr müsst also ein bisschen gucken bei den Hochschulen, bei denen ihr euch informiert. Sind es staatliche Hochschulen oder sind es Privathochschulen? Da kann ein Studium gerne mal einige tausend Euro kosten. Bei uns kostet es nichts. Es gibt einige Ausnahmen, das sind aber nur ganz, ganz wenige Studiengänge. Das Einzige, was an allen staatlichen Hochschulen anfällt, ist ein sogenannter Semesterbeitrag. Und das sind bei uns zurzeit 97 Euro pro Semester, also pro Halbjahr. Weitere Kosten gibt es nicht. Trotzdem habe ich Ausgaben. Meine Wohnung, ich brauche was im Kühlschrank, ich habe einen Handyvertrag, ich habe ein Netflix-Abo, kostet alles Geld. Und das finanziere ich am besten über das BAföG. BAföG ist im Prinzip zur Hälfte geschenktes Geld, die andere Hälfte muss ich nach einigen Jahren zurückzahlen. Das ist also ein tolles Modell. Und auf das BAföG muss man sich bewerben, nämlich bei dem jeweiligen Studentenwerk, was zur jeweiligen Hochschule gehört. In unserem Fall dem Studentenwerk Freiberg. Und alle weiteren Finanzierungsmöglichkeiten sind auf einer Website aufgelistet, die ich euch empfehlen möchte, www.arbeiterkind.de. Die haben nichts mit uns als Hochschule zu tun, haben aber viele Informationen rund ums Studium kompakt aufgelistet. Die nächste Folie können wir überspringen. Wir gehen gleich eins weiter. Kann ich im Ausland studieren? Haben wir nämlich schon beantwortet. Ja, das geht. In manchen Studiengängen ist es Pflicht, wie bei Global Communication. Und in vielen anderen, nein, falsch, in allen anderen Studiengängen ist es jederzeit möglich. Macht es im Studium. Ihr kriegt es nie wieder so gut organisiert und mit so vielen Unterstützungsangeboten wie im Studium. Und jetzt die letzte Frage, die ich euch heute beantworten möchte, haben wir eben schon so ein bisschen angeteasert. Wie bewerbe ich mich denn bei uns? Der wichtigste Satz steht ganz oben. Wir müssen uns rechtzeitig, vollständig online bewerben. Da sind drei wichtige Worte drin. Rechtzeitig heißt, es gibt bestimmte Fristen, die eingehalten werden müssen. Vollständig heißt, wir brauchen bestimmte Unterlagen. Und online bewerben heißt, es ist eine rein digitale Bewerbung. Fast alle unsere Studiengänge starten zum Wintersemester. Das geht ganz regulär im Oktober los, so wie man das gewohnt ist. Und da bewirbt man sich in dem Jahr, in dem man anfangen möchte zu studieren, vom 15. April bis einschließlich 15. Juli. Ein Studiengang, nämlich die soziale Arbeit im Bachelor, startet zum Sommersemester, also ein halbes Jahr später als alle anderen Studiengänge im März. Und da bewirbt man sich vom 15. Oktober bis einschließlich 15. Januar. Wenn ihr euch das nicht merken wollt oder regelmäßig über alle Informationen und vor allem Neuerungen über euren Wunschstudiengang informiert sein möchtet, dann abonniert ihr am besten unseren Remind Me Newsletter, dann kriegt ihr direkt eine Mail von mir und ihr werdet immer genau dann dran erinnert, wenn die Info für euch gerade wichtig ist. Den Link zu unserem Newsletter, den posten wir euch gleich noch in den Chat. Nächste Folie und letzte Folie, die wir dann zeigen werden, gibt es einen NC? Bei fast allen Studiengängen ist die Frage ganz einfach beantwortet, nein, gibt es nicht. Das heißt, die Studiengänge sind zulassungsfrei. Und zulassungsfrei heißt, ihr müsst euch nur rechtzeitig und vollständig online bewerben. Das war's, dann habt ihr euren Platz. Manche Studiengänge, die eben besonders stark nachgefragt sind, zum Beispiel Medienmanagement oder soziale Arbeit, sind allerdings zulassungsbeschränkt. Und da müsst ihr euch für heute Abend eigentlich nur merken, dass es nie nur um den Abischnitt geht. Und das ist eigentlich die wichtige Info dabei. Es gibt immer weitere Kriterien, die den Abischnitt ausgleichen, die auf euer Engagement oder auf euer Interesse oder auf eure Begeisterung für das jeweilige Fach abzielen. Und das ist das, worauf es uns ankommt und worauf wir Wert legen in eurer Bewerbung. Details dazu findet ihr auf den jeweiligen Studiengangswebsites. Wichtig noch zu beachten, an den Zulassungsbeschränkungen kann sich von Jahr zu Jahr ein bisschen was ändern, aber das schaut ihr euch einfach gemeinsam an im Web. Zum Schluss, das war's mit der Präsentation, zum Schluss bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Mittweida ist das, was du draus machst. So, das hat Professor Amrain schon gesagt und das ist das, was wir hier auch alle sagen. Mittweida lebt vom Engagement und wir haben schon den ganzen Abend oder die ganze Sendung über einen von vielen engagierten Studis im Hintergrund gesehen, der uns mit Getränken versorgt hat, aber zu Wort gekommen ist er noch nicht und das möchte ich jetzt zum Schluss mal noch nachholen, deswegen gehe ich darüber. Ich muss ein Mikro mitnehmen. Ja. Denn ihr habt es im Campusrundgang gehört, wer studiert oder zum Studentsein gehört nicht nur das Studieren im Vorlesungssaal, sondern dazu gehört auch das Feiern. Und das Feiern macht man bei uns im Studentenclub. Wer bist du und was machst du heute Abend hier? Also, mein Name ist Roy und ich studiere Energie- und Umweltmanagement im 5. Semester. Und ja, ich versorge heute die Mitarbeiter mit Getränken, damit auch alle bestens versorgt sind und sich wohlfühlen hier bei der Veranstaltung. Und du arbeitest quasi bei uns im Studentenclub mit? Ja, das ist richtig, seit knapp einem Jahr. Was ist der Club genau? Der Club ist ein Verein, der aus ehrenamtlicher Arbeit besteht. Und die
Studenten mit einem gewissen Nachtleben, kann man es nennen, versorgt mit abwechselnden Veranstaltungen. Und das gipfelt dann alles in einem Festival im Sommer. Genau, wir haben da, sind da breit aufgestellt, jede Woche mit abwechselnden Veranstaltungen. Da ist für jeden Geschmack was dabei. Und was sind die beliebtesten Events bei euch im Club? Auf jeden Fall die Ost-West-Party im November. Okay. Und das Haus on the Hill-Festival im Sommer. Okay. Und wenn ich jetzt mein Feierabendbier oder mein Feierabendgetränk lieber gemütlich trinken will, was mache ich dann? Dann haben wir die Möglichkeit noch von der Schwemme. Das ist unten in der Mensa, eine kleine Bar, so kann man es nennen. Und da kann man gemütlich den Abend ausklingen lassen. Okay, super. Roy, vielen Dank, dass du uns heute Abend hier versorgt hast. Das ist wirklich mal ein Applaus wert, auch hier im Studium. Ohne das wäre die Sendung quasi gar nicht handelbar gewesen. Insofern vielen Dank für die wichtige Aufgabe, die du heute Abend übernommen hast. Es gibt auf unserem YouTube-Kanal ein Porträt zum Studentenclub, wo wir euch vorstellen, oder wo besser gesagt der Club vorstellt, was die Arbeit da so ausmacht. Da kann nämlich jeder Student und jede Studentin mitmachen. Das schaut ihr euch am besten gleich hier im Anschluss an die Sendung an, denn wir sind, Josie, am Ende. Komm doch noch mal mit mir in die Mitte, dass wir das Ding hier sauber über die Bühne bringen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank an alle diejenigen, die sich das Ganze hier im Studio live angeguckt haben. Ihr wart ein tolles Publikum. Vielen Dank. Und vielen Dank an euch zu Hause, dass ihr das euch angeschaut habt. Und vielleicht konnten wir den einen oder die andere für ein Studium bei uns an der Hochschule mit Weida begeistern. Ich möchte noch ein paar Dankesworte loswerden an einige Unterstützerinnen und Unterstützer, die das Ganze hier möglich gemacht haben. Allen voran an die Professoren Professor Amrain und Professor Winkler, an unseren Studiochef, an Martin Vogt, dass er uns das alles hier so schön gemacht hat, dass wir sein Studio nutzen durften, dass er uns diese geile Bar dahin gebaut hat. Vielen Dank an unseren Producer Georg Stelzpflug, hat selber hier bei uns studiert und ist inzwischen quasi so derjenige, der immer unsere Studieninformationstage für euch zu Hause aufarbeitet und in die Welt streamt. Und der größte Dank gilt allen Studierenden, die in der Regie hinter den Kameras am FOH und am Licht sind. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr das möglich gemacht habt und großen Applaus. Der Studieninformationstag ist vorbei, der Tag aber noch nicht. Josie, ich weiß gar nicht, ob wir vorher drüber gesprochen haben. Es gibt heute noch was. Kannst du dazu was sagen? Ja, es gibt heute noch was. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Denn ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, hier in Mittweida gibt es nie Pause. Deshalb geht es hier in nicht mal einer Stunde, ja genau, seit in 59 Minuten weiter mit der nächsten Fernsehproduktion. Wie soll es auch anders sein? Denn heute findet das große Finale, die letzte und beliebteste Quizshow mit Weidas statt, Odini Feud, eine Quizshow organisiert von Medienstudierenden hier auf der großen Bühne. Also wenn ihr Bock habt, auf dem Twitch-Kanal der Hochschule geht's in der Stunde weiter. Josie weiß, was abgeht, also gleich rüberwechseln von YouTube zu Twitch. Den Link packen wir jetzt auch gleich nochmal in den Chat, das sage ich jetzt einfach mal so. Also bleibt dran, bewegt euch nicht zu weit weg. Wie kann es für euch weitergehen? Nächster Studieninformationstag, 1. April. Ab morgen ist die Studienberatung wieder den ganzen Tag für euch erreichbar und dann natürlich auch ab nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank nochmal an euch alle. Jetzt hören wir nochmal ein bisschen Musik von Christoph und Carsten, die, glaube ich, noch gar keinen Applaus bekommen haben. Also bitte. Und damit einen schönen Abend, macht's gut und bis bald bei uns in Mittweida. Vielen Dank, tschüss. Immer da, wo was los ist, immer mitten in der Stadt, wo die kleine Welt ganz groß ist, sieht sie sich an den Lichtern satt. Sie erzählt dann von dem und dem, sie hat jeden schon gehört, auch wenn sich selbst nicht ganz so pflegt, pflegt sie zumindest den Kontakt. Und sie träumt von Chicago, von Chicago, irgendwo, wo sie keiner kennt. Und sie träumt von Chicago, von Chicago, dort, wo niemand ihren Namen nennt. Mit ihrem sonnigen Traum vor Augen läuft sie durch den Regen. Jedem, den sie auf der Straße trifft, erzählt sie, sie wäre schon da gewesen, beschreibt in welcher Ecke sie schon war, sie kennt immerhin dies und das.
wenn du ein bisschen was dabei hast, nimmt sie dich mit für eine Nacht. Sie nimmt dich mit nach Chicago, nach Chicago. Irgendwo, wo sie keiner kennt. Sie nimmt dich mit nach Chicago, nach Chicago. Dort, wo niemand ihren Namen nennt. Wenn man nie erzählt, welchen Traum sie lebt, dann spielt sie gleich verrückt. Wenn sie selbst so kurz schläft, sobald das Licht angeht, dann muss sie schnell zurück. Manchmal trifft sich wieder ein paar Leute an einem unbestimmten Platz, wenn das frische Zeug durch die Adern.